Die Bewegung der Gemeinwohlökonomie ist jetzt 10 Jahre alt. Damals hatten sich Unternehmerinnen und Unternehmer in und um Wien mit Christian Felber zusammengesetzt und überlegt, wie sie werteorientiertes Wirtschaften in ihren Betrieben umsetzen können. Der erste Schritt dazu ist eine Bestandsaufnahme. Wie schaut es in den einzelnen Bereichen unserer Unternehmen aus? Wie agieren wir mit den Menschen, mit denen wir es zu tun haben, den Mitarbeitenden, den Kunden, den Geldgeberinnen? Wie wirkt sich unsere Tätigkeit auf unser gesellschaftliches Umfeld und auf nachfolgende Generationen aus? Daraus entstand eine Matrix, anhand derer die Unternehmerinnen auflisten können, worin sie bereits einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten. Anhand dieser Matrix haben sie einen Bericht verfasst, in dem sie auch den erkennbaren Entwicklungsbedarf formuliert haben und der dann abschließend extern überprüft wurde. Das ist in Grundzügen die Idee der Gemeinwohlbilanz, dem ursprünglich sogenannten Herzstück der Gemeinwohlökonomie. Auch wenn dieser Begriff Herzstück aus der Mode gekommen ist, über die Jahre ist es sehr intensiv weiterentwickelt worden, mit Hilfe von Fachleuten bis zu der jetzigen Version, die ihr da seht, Matrix 5.0. Eine Bilanz zu erstellen ist inzwischen, trotz guter Arbeitsbücher, aufgrund der Vielzahl an zu berichtenden Fragen und Indikatoren, doch mit erheblichem Aufwand für die Unternehmen und Unternehmerinnen verbunden. Dass die Gemeinwohlbilanzierung gleichwohl ein lebendiger und bereichernder Prozess sein kann, zeigen uns etliche UnternehmerInnen in den nächsten 1,5 Tagen, heute Nachmittag und morgen. Wir beginnen jetzt mit den bayerischen UnternehmerInnen, die im vergangenen Jahr ihre Gemeinwohlbilanz abgeschlossen haben. Wir freuen uns, dass wir Sie als Auftakt des Forums heute beglückwünschen und würdigen können. Nach einer kurzen Pause schließt sich dann am späteren Nachmittag eine Podiumsdiskussion an über die Auswirkungen werteorientierten Wirtschaftens auf die Unternehmen. Am morgigen Tag gehen wir im Kreis der UnternehmerInnen die 20 Themenbereiche der Gemeinwohlmatrix durch, um anhand von Beispielen aus dem Alltag von Gemeinwohlunternehmen die Matrix noch besser kennenzulernen, uns gegenseitig Impulse zu geben und zu erfahren und Verbesserungspotenziale auch für die Matrix selbst zu identifizieren. Denn die Gemeinwohlbilanzierung ist ja nur ein erster Schritt. Er ist der Anfang eines Prozesses hin zu wirtschaftlichem Wandel in Unternehmen und in der Gesellschaft. Die Gemeinwohlbilanzierung ist kein Zweck an sich, sondern ein Werkzeug, und sie soll ein möglichst gutes Werkzeug sein. Nobody is perfect, schon gar nicht am Anfang. Und am besten lernen Unternehmen und auch das Matrix-Entwicklungsteam, mit dem wir ja morgen zusammenkommen, von Erfahrungen und Beispielen anderer UnternehmerInnen. Doch nun genug der einführenden Worte. Ich möchte euch jetzt die beiden Moderatorinnen vorstellen des heutigen Tages. Das ist zum einen als Co-Moderatorin die Antje Novoa, die vielleicht den etlichen bekannt ist, als Koordinatorin der Regionalgruppe am Ammersee. Sie kommt aus Uttingen und ist selbst Coach und Trainerin, Wirtschaftstrainerin, begleitete bereits viele Teams in ihren Change-Prozessen seit inzwischen 20 Jahren. Dann möchte ich euch vorstellen die Blanka Pohl. Sie kommt aus Landsberg am Lech, ist Beraterin und Moderatorin für nachhaltiges Unternehmertum. Die beiden werden nachher noch kurz etwas zu ihrer Person sagen. Und damit möchte ich auch an die beiden übergeben. Ich wünsche einen
spannenden, unterhaltsamen Nachmittag. Vielen Dank, Caro, für die einführenden Worte. Sehr viel mehr möchte ich zu mir gar nicht sagen. Vielleicht nur diesen Punkt, dass ich einen Finanzierungshintergrund habe für KMUs, für inhabergeführte Unternehmen. Das heißt, ich bringe einerseits ökonomischen Sachverstand mit. Und vor einigen Jahren habe ich mich dem Thema Nachhaltigkeit gewidmet und merke auch, wie stark inhabergeführte Unternehmen aufgrund ihrer intrinsischen Werteorientierung schon für Nachhaltigkeit brennen und entsprechend fügen sich da für mich die Dinge schön zusammen. Genau, wir haben ein paar organisatorisch-technische Hinweise für Sie, auf die ich gern eingehen möchte. Genau, wir sind momentan rund 100 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Wir freuen uns sehr, Sie heute begrüßen zu dürfen, um uns aber einen guten Rahmen zu geben, hier ein paar organisatorische und auch technische Hinweise. Dieses Webinar wird aufgezeichnet und im Lauf der nächsten Tage auch auf YouTube online gestellt. Sie können es dann eben auch teilen oder nochmal anschauen. Zunächst sind alle, die auch später gewürdigt werden als Unternehmer und Unternehmerinnen, nicht sichtbar. Sie werden einzeln auf die virtuelle Bühne gerufen. Und das heißt, auch Sie als Zuschauende sind nicht sichtbar. Falls Sie Fragen haben, technischer Natur oder organisatorischer Natur, sehen Sie unten in der Leiste F und A, Fragen- und Antwortenfunktion. Diese ist aktiviert und wir werden jetzt zunächst in diesem ersten Teil der Agenda nur auf Fragen eingehen, die in irgendeiner Form technischer Natur sind oder organisatorischer Natur. Im zweiten Teil des Nachmittags bei der Podiumsdiskussion wird die Fragen- und Antwortenfunktion auch freigeschalten für Ihre Fragen an die Podiumsteilnehmer oder uns als Moderatorinnen. Standardmäßig haben wir die Chat-Funktion deaktiviert. Diese können Sie nicht wählen. Genau, soweit hierzu aus unserer Sicht. Wenn noch weitere Fragen wären, eben wie gesagt, wenden Sie sich gern an unser Organisationsteam über die Fragen- und Antwortenfunktion. Dann möchte ich Ihnen gern einen Überblick geben über das, was Sie die nächsten Stunden erwarten darf. Sie sehen hier eben die Agenda. Haro Kolshorn haben Sie schon gehört. Und wir werden jetzt dann eben einsteigen und hören Herrn Dr. Norbert Stamm, den begrüße ich gleich im Anschluss. Dann darf ich Ihnen, dürfen Antje, Novoa und ich Ihnen die rund 30 UnternehmerInnen vorstellen, die im vergangenen Jahr die GWÜ-Bilanz abgeschlossen haben und eben auch gewürdigt werden für diese Leistung. Wir werden aufgrund der Zeit nicht alle UnternehmerInnen einzeln auf die Bühne bitten, sondern in Gruppen. Das heißt, wir werden dann auch Fragen an die Gruppen stellen und hoffen uns dafür auch eine lebhafte Diskussion unter den einzelnen Gruppen und dass Sie den ein oder anderen Einblick auch bekommen, wie sieht GWÖ-Bilanzierung denn live aus? Was erwartet die Unternehmer? Was erleben sie dort in dem Prozess und wie profitieren Sie auch von diesem Bilanzierungsprozess? Dann haben wir eine kurze Pause und nach der Pause geht es dann im Programm weiter und ich gebe das Wort jetzt an dich, Antje, dass ja. du den zweiten Teil vorstellen darfst. Danke, Blanke. Erstmal herzlich willkommen allen. Wir freuen uns, dass diese virtuelle Bühne heute hier so möglich ist und ich freue mich sehr auf den Nachmittag und auf die inspirierenden Menschen, die sich hier begegnen werden und bin dankbar, das ein Stück mit der Blanka begleiten zu dürfen. Und ich möchte an dieser Stelle einfach noch darauf hinweisen, dass wir dann ab 17.30 Uhr einen ganz spannenden Part auch haben werden, wo Vertreter aus der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Stadt Augsburg und aus der Finanzwirtschaft gemeinsam zu der Frage stärkt werteorientiertes Wirtschaften die Resilienz von Unternehmen.
Da möchten wir Sie einfach herzlich nochmal einladen, nach der Pause auch wiederzukommen oder noch Leute zu inspirieren, dazuzukommen. Schön. Genau, und dann steigen wir schon ein. Ich darf ganz herzlich begrüßen auf der virtuellen Bühne Herrn Dr. Norbert Stamm. Er ist Leiter des Büros für Nachhaltigkeit der Stadt Augsburg. Und Dr. Stamm wird uns Einblick geben, erstmal in die Geschichte der Stadt Augsburg. Warum ist eigentlich Augsburg, und hier vielleicht noch eine Anmerkung, ein Großteil der zu würdigenden Unternehmen heute kommt aus der Region Augsburg. Und Norbert, du wirst uns auch erklären, warum ist eigentlich der Augsburger Boden so fruchtbar für das Thema Nachhaltigkeit und Werteorientierung? Was ist dort die vergangenen Jahre schon passiert in dem Bereich? Und welche Rahmenbedingungen sind auch notwendig, damit dieser fruchtbare Boden auch so gedeihen kann? Das Wort ist dir, lieber Norbert. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Blanka. Vielen Dank an die anderen Organisatoren. Also ein Impuls denjenigen zu geben, die schon länger und sehr intensiv in der richtigen Richtung unterwegs sind, das kann vermutlich nur eine Bestärkung werden. Zu mir, Sie haben ja schon gehört, ich arbeite in der Stadtverwaltung und im Büro für Nachhaltigkeit. Und dieses Büro, wir sind ein Teil eines Netzwerks, eben eines Nachhaltigkeitsnetzwerks, das sich hier seit 25 Jahren aufbaut, der lokalen Agenda 21 für ein zukunftsfähiges Augsburg. Die Zeit zur Veränderung drängt. Das zeigt die Klimakrise, die Ernährungskrise, die Verkehrskrise, auch die Corona-Krise. Bisher gering geschätztes wird als wichtig erkannt. Auf anderes kann Mensch eigentlich teilweise oder auch eine Zeit lang verzichten. Und die Corona-Situation zeigt, es kann Brüche geben. Es kann auch mehr oder weniger radikale Änderungen geben. Und wir brauchen den Mut zu schnelleren, radikaleren Änderungen. Wir brauchen große Änderungen, ja, aber mit den Menschen und durch die Menschen. Wirtschaften ist ein Schlüsselbereich menschlichen Handelns. Was lernen Wirtschaftsakteure? Lernen wir alle aus dem derzeitigen teilweisen wirtschaftlichen Shutdown? Diese Frage haben wir uns in Augsburg gestellt, auch im Nachhaltigkeitsprozess, und ein Gesprächsformat entwickelt, Wirtschaft neu denken. Denn einfach in die Vergangenheit zurückzukehren, wird keine gute Zukunft sein. Die Übernutzung der planetaren Grenzen und die unzureichende Lebensqualität vieler WeltbewohnerInnen müssen beim Wirtschaften mit eingerechnet und überwunden werden. Betriebliche Ziele müssen auf dem Erhalt unserer ökologischen Grundlagen und auf unseren ethischen Ansprüchen auf Gemeinwohl, lokal wie weltweit, aufbauen. Griffig formuliert hat es für mich der britische Wirtschaftswissenschaftler Tim Jackson in seinem Buch Wohlstand ohne Wachstum. Aufgabe der Wirtschaft ist es, Verwirklichungschancen für ein gutes Leben innerhalb ökologischer Grenzen zu liefern. Wir wollten und wollen entsprechende Erfahrungen und Ideen einsammeln, die es hier in und um Augsburg schon gibt. Das wissen wir, dank unseres Nachhaltigkeitsprozesses. Diese weiterbringenden Erfahrungen und Ideen wollen wir in kleinen, interessanten, intensiven und innovativ zusammengesetzten Gesprächsrunden austauschen, festhalten, weiterspinnen und dann öffentlich sichtbar machen und dann immer mehr Realität werden lassen. Doch hier kam leider Corona störend ins Spiel wegen der Abordnung auch unseres Büros für Nachhaltigkeit ans Gesundheitsamt Augsburg. Zur Unterstützung der Corona-Bekämpfung haben wir das Format bisher nicht starten können. Was hilft nun, Wirtschaft anders zu gestalten? Wir müssen sie anders denken. Jetzt dazu würde ich gerne eine Folie oder ein paar Folien jetzt im weiteren Verlauf zeigen. Ich bitte um Freigabe des Bildschirms, wenn das möglich ist. Bitte an die Regie. Genau, danke. Also, jetzt, genau. Wirtschaft denken. Wesentlich ist das Verständnis von Wirtschaft als eingebettet in Gesellschaft und Natur, also ein Verständnis starker Nachhaltigkeit. Wirtschaft, das sieht man hier, ist eingebettet in Gesellschaft
und Gesellschaft wiederum in die natürliche Umwelt. Das ist eben die klassische starke Nachhaltigkeit. Aber nicht drei Säulen nebeneinander, sondern wirklich, was ist wesentlich und was ist dann der kleinere Teil? Was ist eben, jeder hat seinen Platz. Wir haben hier noch, wir denken bei uns noch eine vierte Dimension, die der Kultur, die besteht aus eben der Identität, also der kommunalen Identität, Werten, Vielfalt, Beteiligung und den Künsten. Aber dazu vielleicht ein anderes Mal mehr. Es ist die Ebene des Denkens und der Handlungsmotivation. Also zurück, Grundgedanke für den Bereich der Wirtschaft. Wir brauchen eine Ökonomie der Verbundenheit. Hans Holzinger vom Robert-Jung-Archiv in Salzburg hat jüngst diesen Begriff benutzt und ich nehme den Gedanken einfach mal auf und nehme ihn für uns. Verbundenheit der Akteure innerhalb des Betriebs, des Wirtschaftsunternehmens, Verbundenheit der Betriebsakteure mit dem Umfeld, mit der Region. In Corona-Zeiten drängt sich eine Re-Regionalisierung auf und Verbundenheit weltweit, wenn nicht persönlich möglich, dann mit Hilfe eines Lieferkettengesetzes. So zu denken, das leistet die Gemeinwohlökonomie schon lange, schon immer. Ihr nennt es Berührungsgruppen. Und ihr analysiert die Verbindungen, diese Verbindungen entlang verschiedener Werte: Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, Ökologie, Transparenz und Mitentscheidung. Die Frage war ja, wieso ist Augsburg ein so fruchtbarer Boden für Nachhaltigkeit? Das ist immer relativ, ne? Wieso kommen jetzt aber auf einmal 8 neue GWÖ-Betriebe aus Augsburg und der Region? Wieso ist die Regionalgruppe Augsburg der Gemeinwohlökonomie gerade so erfolgreich? Nun, wir arbeiten daran seit 25 Jahren. Und wir haben in der Zeit einen breiten Prozess aufgestellt. Das möchte ich wieder zeigen. Nochmal, Entschuldigung. No. Genau. Entschuldigung, das ist jetzt nicht die Prozessfolie. Oh, ja, genau, das ist die Prozessfolie. Da sieht man eben, wir sind viele. Es gibt die Agenda vor, den Nachhaltigkeitsbeirat, den Stadtrat, die Stadtverwaltung und so weiter. Und wir haben ein gemeinsames Leitbild. Wir haben gemeinsam ausgedachte und auch eben handlungsleitende Ziele. Wir sind viele und wir sind frei, neue Wege zu gehen. Denn das erfordert Nachhaltigkeit von uns. Siehe oben, die Zeit zur Veränderung drängt. In diesem Prozess ist Wirtschaft immer ein Thema. Von anderen wird es oft als Blockade gegen mehr Nachhaltigkeit benutzt. Wir begreifen es als wesentlichen Handlungsbereich. Deshalb sind auch einige Wirtschaftsakteure im Nachhaltigkeits-Agenda-Prozess aktiv. Also bei den Agenda-Foren zum Beispiel eben die AG Biostadt, die Bürgerstiftung, die Fairtrade-Stadtbewegung, das Forum Fließendes Geld, ein Think Tank für innovative Weiterentwicklung des Geldbegriffs, des Geldverständnisses, unser Internetportal für nachhaltiges Leben, der Life Guide, die Solidargemeinschaft Unserland, vielen von Ihnen ja bekannt, eben die Augsburger Solidargemeinschaft mit den regionalen Lebensmitteln, der AK Unternehmerische Verantwortung, vielleicht auch einigen bekannt mit dem vielfältigen Veranstaltungsformat Focus N und seit 2019 die Gemeinwohlökonomie-Regionalgruppe Augsburg. Das freut mich sehr. Wir haben die GWÖ immer schon als Thema im Agenda-Prozess gehabt. Also immer heißt, 2012 war Christian Felber zum ersten Mal eingeladen. Aber von der Idee zur Umsetzung, da braucht es eben die Akteure. Und das sind diese Agenda-Foren. Das sind Macherinnen und Macher. Wir haben auch im Nachhaltigkeitsbeirat Wirtschaftsakteure, arbeiten, ausbilden, Unternehmen. Das ist eine Vereinigung eben von Unternehmerinnen aus anderen kulturellen Hintergründen. Dann BIFA Umwelttechnik, das ist dieser Schwerpunkt Umwelttechnologie, den wir hier in Augsburg ja haben. Dann die Gewerkschaften, die Handwerkskammer des KUMAS, nochmal eben der andere Teil von der Umwelttechnologie, die IHK, die Regio Augsburg Wirtschaft für die Stadt und die beiden Landkreise und auch die Wirtschaftsjunioren. Also gerade die Handwerkskammer für Schwaben hier in Augsburg, die mag ich sehr hervorheben. Die haben als erste Handwerkskammer in Deutschland eine Nachhaltigkeitsberichterstattung aufgesetzt und berichten zurzeit nach dem DNK.
Und wir haben schließlich auch diesen Zukunftspreis. Bei dem gibt es immer Bewerbungen von Unternehmen und seit 2019 eben auch einen abgesicherten Preis, eben damit mindestens ein gewinnorientiertes Unternehmen auch ausgezeichnet wird für Nachhaltigkeitsbemühungen. Denn oft ist in der Diskussion so, dass ehrenamtliches Engagement wesentlich stärker dann von der Jury gewichtet wird, als wenn das jetzt einfach betriebsökonomisch vorangetrieben wird. Sie sehen, wir lassen Wirtschaft nicht auskommen. Wir versuchen, die klassischen Akteure und die idealistisch innovativen Akteure zusammenzubringen. Wir entwickeln Formate von großen und kleinen Frühstücken bis hin zur LifeGuide-Internetseite oder einen Zukunftsstadtplan. Das soll eben aus diesen Wirtschaft-Neudenken-Gesprächen entstehen. Wir versuchen, Wirtschaft im Kontext Nachhaltigkeit zu beschreiben und zu verorten. Das habe ich Ihnen ja schon gezeigt, wie Wirtschaft in der Nachhaltigkeit eine wesentliche Rolle spielt. Da sind wir ganz konstruktivistisch unterwegs. Denn was und wie wir denken, bestimmt unser Handeln und damit unsere Wirklichkeit. Ich hatte hier vorhin die Zukunftsleitlinien. Das ist das ganze Ensemble von den 20. Und Sie sehen da den blauen Bereich. Das sind die wirtschaftlichen Zukunftsleitlinien. Und wenn man sich die genauer anguckt, da geht es einmal darum, den Wirtschaftsstandort, also die kleinen Grundlagen zu betrachten, die nahen, die lokalen. Dann Leben und Arbeiten zu verknüpfen, also die Akteure beim Wirtschaften ganzheitlich zu betrachten und ihr Agieren. Dann soziales und ökologisches Wirtschaften zu fördern, also die großen Grundlagen und die großen Wirkungen mitzudenken. Dann Finanzen nachhaltig einsetzen. Das ist bei uns oft die regionale Ebene, auf der regionalen Zielebene. Und dann das Thema Flächen und Bebauung. Hier ist sehr viel Geld unterwegs, also durchaus auch ein finanzielles Thema. Diese Ziele sind ein Herantasten. Sie sind formuliert worden 2015 und dieses Jahr bis zum Sommer werden wir sie überarbeiten mit möglichst vielen Akteuren aus der Stadtgesellschaft. Denn Sie haben gesehen an der Breite des Prozesses, es ist ein stadtgesellschaftlicher Prozess. Wie messen wir nun konkret, was sich ändert? Hier hilft uns die GWÖ und wir wiederum vielleicht auch der GWÖ. Wir haben nämlich im Nachhaltigkeitsbericht den Indikator Unternehmen mit zertifizierten Nachhaltigkeitsmanagementsystemen eingerichtet. Er zeigt auf die Jahre hin die jeweilige Anzahl der Unternehmen, die in Augsburg nach deutschem Nachhaltigkeitskodex und die Anzahl der Unternehmen, die eine GWÖ-Bilanz erstellt haben, zeigt er. Und das entwickelt sich erfreulich, das will ich Ihnen nicht verheimlichen. Sie sehen hier im Jahr 2020 haben wir mit 6 Unternehmen aus Augsburg, allein also im Stadtgebiet Augsburg, also wirklich einen großen Schritt nach vorne getan von 2019 auf Ende 2020. Und es geht ja weiter. Danke an die Regionalgruppe Augsburg der Gemeinwohlökonomie, denn jeder Betrieb mehr mit GWÖ ist ein Gewinn für nachhaltige Entwicklung. Ich kann Sie also nur ermutigen, weiterzumachen und ich wünsche diese Veranstaltung und vor allen Dingen auch den nächsten Veranstaltungen, den jährlichen Treffen, weiterhin so Zuwachsraten, wie es dieses Jahr hier in unserer Region Augsburg gelaufen ist. Danke. Danke, Norbert, für den Einblick und Überblick. Hattest du noch was zu ergänzen? Nein, passt. Nein. Wunderbar. Wir haben einen schönen Einblick bekommen über deine Arbeit, also und auch die gesamte Arbeit im Nachhaltigkeitsbüro und auch die lokale Agenda. Viele Akteure, die den Boden bereiten für nachhaltiges Wirtschaften. Besonders gut gefallen hat mir der Begriff die Ökonomie der Verbundenheit. Das ist ein wunderbarer Begriff, weil was wir jetzt auch in der kommenden Stunde sehen werden, ist, dass es einiges an Peer-Gruppen auch gibt, einen Peer-Group-Prozess, den die Gemeinwohlökonomie auch fördert beim Bilanzierungsprozess. Das heißt, dort treffen sich die Unternehmen in einem Peer-to-Peer-Prozess und beleuchten sich auch gegenseitig und dadurch knüpfen sie sich auch und verbinden sich auch in der Region und es entsteht ein Nährboden auch für Kooperation und eben für gemeinsame Ideenentwicklung. Ja, vielen Dank, Norbert. Ich bin selbst ja auch aktives Mitglied der lokalen Agenda. Ich weiß, wie viel Energie du auch in diesen Bereich hineinsteckst und kann auch, falls andere Städte oder Kommunen auch heute hier in der Zuschauerschaft sind,
ist wirklich nur begrüßen und motivieren, diesen Prozess anzustoßen und auch den Atem zu bewahren. Norbert, ich glaube, das ist etwas, was du durchaus teilen kannst, dass es nicht von heute auf morgen geht, sondern dass es einen moderierten Prozess braucht und Zeit. Und immer weitermachen, einfach immer weitermachen. Ja. Schritt für Schritt. Vielen Dank für den Einblick und wir gehen zum nächsten Teil über. Ja. Ich möchte jetzt dann herzlich die Unternehmen einladen, nach und nach auf die Bühne, auf die virtuelle Bühne zu kommen. Und wie Blanka das ja schon angekündigt hat, machen wir das in Gruppen. Und wir haben die 6 Gruppen aufgeteilt und starten mit der Peer-Gruppe aus dem Partal. Und ich möchte hier als Ersten begrüßen den Herrn Tino Horak vom Schloss Blumenthal. Wenn Sie bitte einfach auf die sich dazu schalten. Sie kommen jetzt dazu, genau, noch Audio still. Und als nächstes den Matthias Heile von der BEG Eichach. Genau. Ja. Thomas Hüttl von Connector Hausverwaltung. Herr Thomas Lönner von der BEG Pfaffenhofen. Und ich sage schon mal die nächste. Hallo, herzlich willkommen. Lisa Miesel vom Architekturbüro Miesel. Ja. Wunderbar. Können sich gerne alle mit dem Video sichtbar machen, dass man sie sehen kann, wenn das geht. Frau Miesel oder Herr Miesel. Das Video ist noch nicht an. Leid, ich muss mich entschuldigen, ich habe leider keins, sind alle besetzt in anderen Meetings. Alles klar, Ihre Stimme ist wunderbar. Wunderbar, wir möchten jetzt einfach gerne Ihnen die Bühne überlassen und eine Minute, so wenig Zeit haben wir jetzt in der Knappheit, etwas einfach zu sich zu sagen, zu Ihrem Unternehmen und zu Ihrer Motivation zur Gemeinwohlbilanz, warum sich da auf den Weg gemacht hat, das in einer Minute. Und ich erlaube mir da ein bisschen auf die Uhr zu gucken und im Anschluss stellen wir dann der Gruppe nochmal eine Frage. Möchte bitte der Herr Horak anfangen. Ja, okay, wunderbar. Ich freue mich sehr, dass diese Veranstaltung stattfindet. Und ich freue mich sehr, dass wir auch die Peer Group hier wieder sehen. Wir haben einen sehr schönen Prozess gehabt. Wir haben uns regelmäßig getroffen, oftmals auch im Biergarten in Blumenthal. Und haben also wunderbar zusammengearbeitet. Und ich bin auch stolz darauf, dass wir das jetzt abgeschlossen haben. Und dass wir alle jetzt die Bilanz erstellt haben. Ja, uns hat es motiviert, weil wir Blumenthaler alle schon Richtung Nachhaltigkeit sehr stark unterwegs sind. Und es war eigentlich konsequent, dass wir es dann auch mal bilanzieren. Möchten Sie einen Satz noch zu Blumenthal selbst sagen, für die vielen Zuhörer, die das vielleicht nicht wissen? Ja, bitte kommt uns besuchen, sobald Corona vorbei ist. Wir sind ein Schloss in der Nähe von Eichach mit Biergarten, Hotelbetrieb, Seminarbetrieb. Und jetzt haben wir aufgrund von Corona leider zu. Wir sind ein Gemeinschaftsprojekt, wir sind ein Global Eco Village Platz. Also wir sind sozusagen in dem Verband von ökologischen Dörfern und haben hier auch eine Landwirtschaft dabei, eine solidarische, und planen viele Dinge. Und da brauchen wir jetzt aber auch wieder viele Gäste, die hierher finden und die dann hier Zeit verbringen und den Platz mit uns genießen. Dankeschön. Dankeschön. Ja, dann der Herr Matthias Heile von der BEG Eichach. Ja, Herr Matthias, ich sehe Sie. Genau, der Name geht ein bisschen weiter noch. Ich kann kurz ausholen, auch was zu uns sagen. Wir sind eine regionale Bürgerenergiegenossenschaft, eben aus dem Großraum Augsburg, aber schon ziemlich weit gestreut mittlerweile. Uns gibt es in den Landkreisen Neuburg-Schonhausen, Eichach-Friedberg eben auch. Deswegen sind wir auch in Kontakt mit der Peer Group eben im Partal und mit den tollen Teilnehmern, die in dem Wahnsinnsprozess uns alle unterstützt haben. Das war wirklich ein Wahnsinns-Austauschprozess. Kann ich nur jedem empfehlen, um sich auch mal klar zu werden darüber, was für Strukturen in den Unternehmen eigentlich vorherrschen und wo man eigentlich tatsächlich selbst als, ich sage jetzt mal, als regionale Bürgerenergiegenossenschaft, wo wir die Messlatte eh schon hochsetzen bei Wertesystemen, sich einfach nochmal hinterfragen kann, okay, was kann ich deutlich besser machen, auch in Zukunft, und was kann ich da an meine Region oder an meine Mitmenschen weitergeben. Weil genau das ist bei uns auch
ein wichtiger Prozess gewesen im Unternehmen. Wir sind eine ziemlich kleine Bürgerenergiegenossenschaft. Wir haben jetzt 4 feste Mitarbeiter. Wir versuchen eben die Energiewende bei uns in der Region voranzutreiben. Und da auch ein kurzer Exkurs zu den Vorräten. Aber es ist natürlich schon wahnsinnig wichtig, einfach, dass Städte, Kommunen, Gemeinden genau das auf der Tagesordnung haben. Weil wir brauchen einfach viel, viel mehr Unterstützung bei den ganzen Prozessen. Das heißt, Bürgerbeteiligung muss auch bei den Kommunen und bei den Städten einfach viel größer geschrieben werden in Zukunft, sodass wir unsere Projekte auch gemeinsam mit den Leuten vor Ort auch umsetzen können. Dankeschön. Das ist natürlich toll, wenn sich immer mehr Unternehmen bereit erklären und mitmachen bei dem ganzen Prozess. Also nur große Motivation, macht es alle mit und lasst euch auch zertifizieren. Das ist total spannend. Dankeschön. Danke, Eile, für die Inspiration. Ja, dann als nächstes der Herr Hüttel von der Contecta Hausverwaltung. Ja, Contecta Immobilienverwaltung. Wir verwalten, wie der Name schon sagt, jede Menge Immobilien in Augsburg und Umgebung. Warum haben wir die GWÖ-Bilanzierung mitmachen wollen? Wir kommen aus einer Gruppierung, die heißt Wirtschaft in Gemeinschaft, aus einer christlichen Orientierung, die sich einer Kultur des Gebens verschrieben hat. Gibt es seit 1991 weltweit 800 Betriebe in etwa. Aber was mir immer gefehlt hat, war ein wirklicher Maßstab, zu gucken, wo stehen wir denn und wo könnten wir eigentlich noch hin. Ich hatte uns eigentlich als ganz gut eingestuft. Unser Peer-Group-Prozess hat dann gezeigt, dass wir wirklich noch reichlich Potenzial nach oben haben in den verschiedenen Feldern der Matrix. Das heißt, wenn Tino jetzt gesagt hat, er ist froh, dass dieser Prozess jetzt auch einen Abschluss gefunden hat, habe ich eher den Eindruck, dass es jetzt erst richtig losgeht. Aber den können wir auch gerne miteinander dann weitermachen. Ja, danke. Danke, Herr Hüttel. Dann der Herr Thomas Lönner von Pfaffenhofen. Bürgerenergiegenossenschaft. Genau. Genau, also ich spreche für die Bürgerenergiegenossenschaft in Pfaffenhofen. Wir haben etwa 800 Mitglieder. Inhalte und Zielsetzungen, ähnlich wie es der Kollege aus Eichach-Schwobenhausen skizziert hat. Zur Historie, es gibt uns etwa seit 8 Jahren, damals begonnen mit einer großen Photovoltaikanlage. Mehrere Aufdachanlagen sind dazugekommen ins Portfolio und 2016 haben wir das erste Windrad errichten können. Derzeit laufen die Planungen für einen Windpark mit 3 weiteren Anlagen, der ja überregional, ich denke, in der Presse kommuniziert worden ist. Uns ist es wichtig, dass wir nach außen tragen, welchen Wertschöpfung das wir in der Region erwirtschaften können und haben diesen Prozess sehr gerne durchlaufen. Und es ist sehr interessant, welche Potenziale das es da noch gibt und wo man sich nur dran setzen kann, um die Sachen zu verbessern. Danke an die Kollegen in die Runde, an die Gruppe. Ich komme bloß anschließend. Es war ein sehr interessanter Prozess, dass man mal einmal sieht, was die anderen so machen. Und der Spaß ist sicherlich nicht zu kurz gekommen. Ja, wunderbar. Ja. Gut, danke, Herr Miesel. Ja, jetzt Frau Lisa Miesel von Architekturbüro Miesel per Tonspur. Genau. Hallo. Hallo. Ja, wir sind ein typisches Architekturbüro, mittelständisches im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Und gibt seit 68, also ein Generationenarchitekturbüro. Jetzt ist die 3. Generation, sind wir jetzt gerade am Übernehmen. Und mein Vater, muss man dazu sagen, seitdem der seit 86 eingetreten ist ins Büro, ist einfach der Fokus auf energetische, energiesparende, nachhaltige und ökologische Bauweise bei uns im Büro vertreten. Und dann sind wir natürlich, weil mein Vater Peter Miesel auch so weit gestreut ist mit Kontakte und auch Vorstandsmitglied bei der BEG in Neuburg-Schrobenhausen, hat sich ergeben, dass wir bei der GWÖ natürlich beitreten. Und es war für uns gar keine Frage und haben uns dem gestellt, was wir noch verbessern können in unserer Firmenstruktur. Und war interessant, weil wir ja hauptsächlich Dienstleistungen anbieten, war es manchmal auch ein bisschen schwierig, diesem Katalog
bei uns anzuwenden, aber war auf jeden Fall, wie die anderen Teilnehmer gesagt haben, interessant. Fand ich auch immer gut den Austausch direkt vor Ort. War super und hat Spaß gemacht, genau. Und vielen Dank nochmal an alle. Dankeschön, Frau Miesel. Ja, vielen Dank Ihnen allen, dass Sie da sind. Sie dürfen jetzt noch, bevor Sie wieder von der Bühne dürfen, eine kleine Gruppenaufgabe lösen, beziehungsweise ist eine Frage in die Gruppe. Und zwar, Sie haben es alle so schön auch schon geschildert, dass so eine Peer-Gruppe, wie Sie sich zu fünft regelmäßig getroffen haben, sich gegenseitig auch evaluiert haben, welchen Beitrag Sie denken, dass der andere Peer leistet zum Gemeinwohl. Und wir gehen davon aus, dass so ein Peer-Prozess auch das ein oder andere an Augen öffnet oder auch besondere Lernmomente eröffnet. Was waren für Sie eben diese besonderen Lernmomente und wie haben Sie vom Peer-Prozess profitiert? Und wer möchte, springt rein und sagt was und ein anderer ergänzt es. Also für mich war besonders beeindruckend der Vergleich unserer Mittagessenversorgung der Mitarbeiter im Vergleich zum Architekturbüro Miesel, wo nämlich die Oma jeden Mittag für die ganze Mannschaft kocht. Und ich wünsche mir ganz dringend, dass wir für uns so eine Oma auftreiben. Aber immerhin haben wir es jetzt schon geschafft, wegzukommen von diesen Einwegverpackungen und jetzt einen Versorger gefunden haben, der uns in diesen wiederverwertbaren Bowls etwas liefert. Also kleine Schritte haben wir auch schon geschafft. Toll. Ja, für uns oder für mich war es sehr eindrücklich zu sehen, dass wir eigentlich schon sehr viel umgesetzt haben, aber vieles nicht dokumentiert haben. Und das ist sozusagen, glaube ich, der nächste Schritt, dass wir das auch dokumentieren wollen, um zu sehen, gibt es da eine Veränderung, gibt es eine Verbesserung. Mhm. Ja, es reicht nicht aus, wenn man sagt, naja, ich bestelle alles, Büromaterial bei Memo und dann weiß ich aber gar nicht, wie viel verbrauche ich eigentlich tatsächlich. Oder gibt es da Möglichkeiten, dass ich da reduziere oder in einem anderen Bereich wie Energie oder Ähnliches. Ja. Also besser noch sozusagen das Verschriftlichen oder messbar machen, dann messbar kann die Veränderung auch abzulesen sein. Ja, Antje von Dewitz hat es so schön geprägt, miss es oder vergiss es. Wie kann man sonst eben die Entwicklung abbilden? Ja, ich glaube, Herr Heile wollte noch was ergänzen. Genau, also wir haben auf jeden Fall, Tino, seit dem Prozess auch die ein oder andere Liste in unsere Ordnerstruktur mit aufgenommen, dass da nichts mehr vergessen wird. Aber für mich war auf jeden Fall interessant auch, was tatsächlich die Unternehmen oder die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in der Peer Group zu verschiedenen Punkten bei unserer Genossenschaft sagen, weil wo man sich manchmal dann tatsächlich sehr gut eingeschätzt hat, wurde man dann deutlich eingebremst oder wo man sich dann tatsächlich sein Licht unter den Scheffel gestellt hat, haben die anderen aber dann deutlich gemerkt, hoppala, du musst gar nicht so vorsichtig sein in dem Gebiet, sondern du machst das schon wahnsinnig toll. Also das waren dann wirklich so Aha-Effekte, die wir da auch durchgemacht haben unter schönen Bäumen im Biergarten. Wer noch was zu ergänzen hat, Herr Lönnert? Ja, mir hat sehr gut gefallen, dass wir erkannt haben, dass nicht nur wir alleine uns auf den Weg gemacht haben, die Erde ein Stück weit zu verbessern, sondern dass wir gesehen haben, dass auch andere Unternehmen in dieser Richtung unterwegs sind und schon vor Jahren schon die entsprechenden Weichen gestellt haben und da auch Netzwerke schon aufgebaut haben, um diese Gedanken zu verbreitern. Ja, sehr schön. Weiß nicht, Frau Miesel, würden Sie noch was ergänzen wollen aus Ihrer Peer Group? Ja, auf jeden Fall, wie der Herr Hüttel schon gesagt hat, haben wir gemerkt, wie verwöhnt wir hier sind mit unserer Oma, die uns jeden Tag biologisch frisch kocht. Da haben wir viele Punkte erreicht, aber natürlich gab es viele andere Kritikpunkte, wo wir uns auf jeden Fall an der Nase packen müssen und einiges gelernt, viele Listen dazugekommen, wie schon gesagt, also das ist das Wichtigste, Dokumentation, sonst kann man nichts vergleichen, aber ja, genau. Schön, vielen Dank für die Einblicke und die Aufgabe ist bravourös gemeistert von dieser Peer Group. Sie haben noch eine kleine Hürde, bevor Sie entlassen werden. Haben Sie denn alle Ihre Urkunde vor sich liegen? Ja, wunderbar. Und ich würde Sie nun bitten und einladen, die Urkunde so zu zeigen, dass wir auch Ihr Gesicht noch sehen können. Und dann wird ein Screenshot gemacht. Frau Miesel, leider ohne Ihr. Thomas, deine Urkunde? Ja, Daumen hoch ist auch gut. Ach, wunderbar. Und jetzt, ich glaube, jetzt wird im Hintergrund ein Screenshot gemacht.
Prima, vielen Dank. Ganz herzlichen Dank für die Einblicke und Sie dürfen dann wieder zurück ins Publikum, damit wir die nächste Gruppe aufs Podium bitten können. Ciao. Tschüss, danke. Ja, dann die nächste Gruppe. Als Folgendes haben wir UnternehmerInnen mit den Überbegriffen Ernährung und Handel zusammengefasst. Und in diese Gruppe möchten Moment mal, Antje, wir haben noch Teilnehmer der einen Gruppe noch auf der Bühne. Oh ja. Das dauert einen kleinen Moment. So, jetzt hat noch Thomas gemacht. Danke dir. Prima. Jetzt, okay. Also die Überbegriffe sind Ernährung und Handel im weitesten Sinne, die Unternehmen verbinden, und möchten jetzt zu diesem Punkt Herr Thomas Börkey-Biermann von Ökoring Handel GmbH auf die Bühne bitten. Ja. Applaus, ein stiller Applaus. Dann auch langsam schon das Video einschalten und das Audio. Und als nächstes bitte Frau Simone Brengelmann von der EM Chiemgau. Da, ich sehe jetzt genau Frau Simone Brengelmann und der Herr Thomas Börkey Biermann. Genau. Biermann. Biermann. Genau. Frau Haslauer vom Biomarkt Lavida. Begrüße ich jetzt einfach mal ganz tief im Herzen. Die kenne ich hier persönlich, sehe ich aber noch nicht auf dem Bildschirm. Was genau, vielleicht hängt es irgendwo noch. Wir werden sehen, wenn es, ob es noch dazu kommt. Und genauso Thomas Greulich von Bean United. Wenn keiner mehr dazukommt, können wir ja vielleicht auf der Tonspur dann was noch dazu zu den beiden erwähnen. Ja? Ich sehe gerade Info aus der Redaktion. Genau. Die beiden sind wohl noch nicht da und. Okay, dann machen wir jetzt einfach mit zwei wunderbaren Unternehmen hier weiter. Wenn Sie vielleicht anfangen wollen, Herr Börkey-Biermann, eine Minute was zu Ihrem Unternehmen zu sagen und was Sie motiviert hat. Die ich habe jetzt der Dame den Vortritt gelassen. Ah, das ist sehr freundlich. Dann machen wir das so. Ja, gerne. Hallo, mein Name ist Simone Brengelmann. Ich komme von EE im Chiemgau. Wir sind ein Familienunternehmen aus der Nähe von Rosenheim, rund um die Familie Fischer. 37 Mitarbeiter haben wir. Und EEM, das ist vielleicht ein bisschen, unser Metier ist ein bisschen erklärungsbedürftig. Wir arbeiten mit effektiven Mikroorganismen. Da steckt die Idee dahinter, dass man sagt, wie ist eigentlich das Milieu besetzt und sind da vielleicht Mikroorganismen, die man nicht haben möchte. Und da kommen wir mit verschiedenen Stämmen und versuchen, ein positives Milieu zu schaffen. Und wir haben Produkte im Bereich Landwirtschaft, Gartenbau, aber auch für die Haut, für Haustiere und auch für die Reinigung. Genau, das ist das, was wir machen. Und das EM bei uns im Firmennamen, das steht auch für unser Firmenmotto. Das heißt nämlich effektiv miteinander. Und das ist das, was hier im Unternehmen seit vielen Jahren gelebt wird und was die Fischers auch dazu gebracht hat, näher mit der GWÖ zu tun haben zu wollen. Mhm. Ja. Mhm. So sind wir dazu gekommen. Vielen Dank. Dankeschön. Dann gebe ich weiter an den Herrn Börkey-Biermann. Genau, also jetzt ist der Name richtig. Mein Name ist Börkey Biermann, bin einer der Geschäftsführer von der Firma Ökoring, die es seit 1993 gibt. Das ist ein Bio-Naturkost-Großhandel. Wir sind in Bayern, Südtirol und Österreich unterwegs und haben 150 Mitarbeiter, 30 Nationalitäten, ca. 10.000, 12.000 Bio-Artikel, sind seit 10 Jahren, hoffe ich, dass ich es richtig sage, bei der Gemeinwohl dabei und seit 9 Jahren in der Bilanzierung. Und ja, für uns gehört das grundsätzlich zum Wirtschaften dazu. Jetzt macht es das vielleicht ein bisschen leichter, weil wir natürlich auch im Biobereich, im nachhaltigen Bereich sowieso schon unterwegs sind. Aber GWÖ gehört für mich, unabhängig welche Branche, grundsätzlich zum Wirtschaften dazu. Dankeschön. Ja, ich kann da vielleicht noch was dazu sagen. Wir haben bei Thomas Börkey-Biermann vergangenes Jahr ein GWÖ-Unternehmer-Frühstück gemacht.
Du warst der Gastgeber und wir hatten über 20 Unternehmen auch da und hast uns wunderbaren Einblick gegeben, auch wie ganzheitlich das Engagement auch im Unternehmen ist und wie alle dabei sind und dass es wirklich eine total gelebte Kultur ist. Und ich glaube, das ist auch eine Brücke, die Sie beide, die hier jetzt auf der Bühne sind, auch vereint, weil Frau Brengelmann, ich habe es Ihrer Website entnommen, Sie sind auch sehr aktiv in der Öffentlichkeitsarbeit, ja, um auch sozusagen in Ihrer Region bekannt zu machen, was ist Nachhaltigkeit, wie wichtig ist auch dieses ökologische Wirtschaften. Und es ist natürlich total schön, wenn Sie beide jetzt hier sind. Sie vertreten jetzt sozusagen Ihre Gruppe zu zweit und Sie dürfen auch eine Gruppenaufgabe oder eine Gruppenfrage beantworten. Und zwar haben wir uns überlegt, Sie haben ja von Natur aus viel mit Ökologie auch zu tun. Sie sind ja auch letztlich abhängig von einer guten Beschaffung und auch vom Einkauf. Da würde mich natürlich interessieren, welche Herausforderungen ergeben sich in dem Zusammenhang für Sie und was hat sich in dem Prozess jetzt auch verändert, den Sie hinter sich haben? Also das Thema Beschaffung und Einkauf, bio, regional, ökologisch. Sie haben die Bühne. Dame? Dame zuerst. Sehr gerne. Ja, bei uns ist Beschaffung ja einerseits die Rohstoffe für unsere Produkte. Da kann ich vielleicht ein Beispiel nennen, und zwar die effektiven Mikroorganismen vermehren sich bei uns ja auf verschiedenen Medien, aber Zuckerrohrmelasse spielte eine ziemlich große Rolle. Und die gibt es natürlich auch in Bioqualität schon lange, aber da ist es so, dass die Mikroorganismen da sehr empfindlich sind, auch was die Qualität angeht. Und da haben wir sehr lange nach einem Lieferanten gesucht, der das auch in Bioqualität anbieten kann, und haben jetzt auch im Rahmen dieses Prozesses da einfach noch mehr Engagement reingelegt, auch wirklich jemanden zu finden, und haben jetzt die gesamte Produktion umgestellt. Und ja, also wenn man vom Ökoring kommt, ist es halt die Sicht vielleicht nur ein Produkt, aber für uns ist das einer der wichtigsten Rohstoffe und hat dann eine große Rolle gespielt. Mhm. Ein anderes Beispiel ist aus dem Bereich Verpackung. Wir haben ziemlich viele Produkte in einer 1-Liter-Flasche. Aus produktionstechnischen Gründen kann es leider kein Glas sein, ist also Kunststoff. Und war natürlich normaler Kunststoff. Und wir haben sehr lange gesucht, bis wir endlich eine Recyclingflasche gefunden haben, mussten bestimmte Abnahmemengen dem Lieferanten garantieren, bieten aber jetzt dadurch auch dem Lieferanten die Möglichkeit, diese Recyclingflasche auch anderen Kunden anzubieten, die dann in kleineren Mengen abnehmen können. Und konnten dadurch einfach auch einen Prozess anstoßen, der sich weiter verbreitet. Und ja, das hat uns gefreut, neben der Tatsache, dass es jetzt eben bei uns auch Recyclingflaschen gibt. Toll, spannend. Ja, vielen Dank für den Einblick. Das ist hoffentlich auch die ein oder andere Inspiration für die Teilnehmenden in der Zuschauerschaft. Thomas, du schöpfst mit Sicherheit auch aus einem langjährig erfahrenen Fundus an Dingen, die du für Einkauf, Beschaffung uns erzählen kannst. Was sind Herausforderungen und wie habt ihr die bewältigt? Naja, ich sage mal, die Historie hat es uns ein bisschen leichter gemacht, weil der Ursprung der Gründung der Firma Ökoring war ja der regionale Gedanke. Und insofern sind wir jetzt bald 3 Jahrzehnte ausschließlich, wo es machbar ist, von den klimatischen Verhältnissen und den Böden ganz stark regional verwurzelt, haben da ganz viele Hunderte von Erzeugern, mit denen wir verbindliche Anbauabsprachen haben. Das gilt bis heute. Regionalität ist ja mittlerweile Gott sei Dank auch angekommen. Aber bio und regional ist jetzt schon wieder die nächste kleine Hürde und Herausforderung für die Zukunft. Und ich sag mal, was die Regionalität betrifft, ist das eine gelebte DNA in der Firma Ökoring. Jetzt haben wir natürlich als Vollsortimente auch die Herausforderung in der Beschaffung weltweit, hauptsächlich Europa. Und da haben wir auch einen bestimmten Fokus auf Erzeuger, Lieferanten, handwerkliche Strukturen, kleinere Betriebe. Also wir versuchen nicht nur die ganz großen Geschäftskontakte zu haben, weil wir eben auch dafür die Vielfalt immer schon da sind. Das ist in der Nahrung genauso wie bei den Menschen und vielen anderen Dingen für die Zukunft.
Und da geht es eben auch darum, dass man da den direkten Kontakt hat und dort einfach auch weiß, bevor ich Ware beziehe, wie arbeiten die dort, wie gehen die mit den Angestellten um, wie ist das Bildungsthema, wie ist der gesundheitliche Aspekt. Und das ist ein sogenannter Leitfaden. Wir haben da auch so ein kleines Lieferantenaudit, wo wir mittlerweile, dadurch, dass wir eben schon durchaus sehr lange hier in Bayern unterwegs sind, GWÖ-Geschichten, die 17 SDGs und sonstige kleine Parameter mit ins Lieferanten-Audit aufgenommen haben und somit versuchen, die Leute zu bewegen, zu motivieren und vor allen Dingen zu infizieren, dass sie dazu Stellung nehmen müssen. Da gibt es welche, die das schon kennen oder schon mal gehört haben und die da eben noch nicht so gebildet sind, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Wir haben ja alle immer in der Bildung, das ist ja ein permanenter Prozess, die versuchen wir da mit auf diese Reise zu nehmen, in diese Richtung zu wirtschaften. Super spannend, danke. Ja, wir haben gehört, also einmal ist es auch sozusagen der aktive Antrieb, wie bei Ihnen, Frau Brengelmann, wirklich nach Alternativen zu forschen, zu suchen und da auch Inputs reinzugeben. Und das andere ist, was du beschreibst, Thomas, ist auch in Dialog zu treten und auch Bewusstheit zu schaffen und auch so ein entsprechendes Lieferantennetzwerk auszubauen und ein gegenseitiges Profitieren. Vielen Dank. Wenn ich da noch was ergänzen darf, also ein Aspekt. Also wir haben sehr viele sehr kleine Lieferanten, also sehr vielfältig, die uns beliefern. Und natürlich guckt man ja eben auf Qualität, Ökoqualität. Aber ein Aspekt, der erst durch die GWÖ auch dazugekommen ist, ist Ausnutzung der Marktmacht. Also inwiefern nutzen wir eigentlich unsere Größe, um Druck auszuüben und niedrige Preise, Lieferbedingungen und so weiter. Und da sind wir eben auch auf unsere Lieferanten zugegangen und haben gefragt, wie steht das eigentlich bei euch? Können wir euch helfen, indem wir langfristige Verträge machen oder passt euch das? Wie können wir das machen zu einem gegenseitigen Gewinn? Und das war gut. Und das war ein Aspekt, der vorher nicht im Fokus war. Mhm. Ja. Ja, das höre ich auch immer wieder, dass genau dieses strukturierte Vorgehen durch diesen Bilanzierungsprozess eben über diese vier Werte und fünf Bezugsgruppenebenen hinweg, dass das einfach Lichtkegel auf Punkte setzt, die man vielleicht so übersehen würde. Ja. Vielleicht darf ich auch noch eine Ganz Sache kurz, sagen. Thomas, genau, ja. Ihr habt ja noch das Wir sind ja privilegiert mit zwei. Genau. Eine Sache, die mir doch auch ganz wichtig erscheint, ist, dass wenn nur die Unternehmer davon überzeugt sind oder begeistert sind oder motiviert sind, das wird auch nicht reichen. Also ich glaube, das ganz, ganz Entscheidende ist, dass du deine Mitarbeiter mit auf diese Reise nimmst, dass du mit ihnen darüber redest, dass du sie aufklärst, dass du sie motivierst. Und bei uns ist es, wie du schon vorhin auch gesagt hast, wirklich gelebt. Wir haben mittlerweile einen Arbeitskreis von verschiedenen jungen Menschen aus verschiedensten Abteilungen, die das jetzt eigentlich leben und mir als Unternehmer dann schon manchmal auf den Schnürsenkel gehen und sagen, du Chef, hast du das erledigt? Wie weit bist du da? Und ich glaube, das ist das Entscheidende, weil als Unternehmer alleine hast du verloren. Du musst immer deine Mitarbeiter mit auf die Reise nehmen, auf Augenhöhe. Das ist doch ein schöner Abschlusssatz. Ja, dann haben Sie hoffentlich Ihre Urkunde vor sich liegen und dürfen die gern auch so zeigen, dass man sie auch noch gut sehen kann. Schön, Thomas braucht noch einen Moment. Schön. So, Michael, du darfst ein Foto machen. Prima, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Tolle Einblicke. Noch einen schönen Nachmittag und viel Freude noch mit den anderen. Bis bald. Gut. Bis dann die von der Bühne gegangen sind im virtuellen Sinne, können wir jetzt dann überleiten in die nächste Gruppe. Da haben wir zusammengetan Dienstleister im B2B-Bereich. Und als Nächsten möchte ich dann auf die Bühne bitten von Haas Prototypen, Herrn Horst und Frau Christina Haas. Ja, und dann während der Zeit aufs Video anmachen, bitte.
Genau, dann von Elfgen Pick, Herr Heinrich Pick, herzlich willkommen. Und von der Sparkasse Berchtesgadener Land, Frau Theresia Bettram. Genau. Und von HB Plus Dinkelscherben, Herr Alexander Besser, wobei wir da gehört haben, dass es eventuell nicht klappt, aber ich rufe es einfach mal auf. Herzlich willkommen alle zusammen. Frau Bettram, würden Sie das Video noch anmachen, wenn möglich? Ah ja, schauen Sie, dass das Ehepaar hat. Ah, wunderbar. Frau Bettram, ja? Ja, das Video, geht es? Video und auch. Wunderbar, ja, sehr schön. Dann können okay. Die anderen Sie auch sehen. Prima. Hat auch bei den Firmen jeweils eine Minute ungefähr Vorstellung. Was machen Sie, was motiviert Sie, die Gemeinwohlökonomie zu machen und ein Stückchen was zu erzählen von Ihrer Firma? Der Herr und Frau Haas, wenn Sie bitte anfangen. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, also es war irgendwie schon von ganz kleinem Kind habe ich mich interessiert, irgendwie Energie selbst zu produzieren. An einem Bachlauf habe ich damals mit einem Fahrraddynamo und einem selbstgebauten Wasserrad Strom erzeugt und als dann das ganze Nacht dort das Licht gebrannt hat, habe ich mich unheimlich gefreut und das ging dann weiter und mein erstes Auto war schon ein Elektroauto und jetzt haben wir mehrere PV-Anlagen und erzeugen den überwiegend großen Teil der Energie in unserer Firma nachhaltig und über Solaranlagen. Mhm. Wunderbar. Sie sitzen ja auch hier im schönen, fast bei Landsberg. Da komme ich ja, genau. Ja, sehr genau. Genau. Gut, dann herzlich willkommen. Und als nächstes Herr Heinrich Pick, bitte gerne etwas zu Ihrer Geschichte. Ja, Heinrich Pick von Elfgen Pick. Mein Kollege, der Herr Elfgen, der lässt sich entschuldigen und hat mir den Vortritt gelassen, hier das Vergnügen zu haben, beizuwohnen und mir das Ganze anzuschauen. Unsere Motivation, wir sind aus dem CSR-Prozess rausgekommen und mit der Gemeinwohlökonomie haben wir uns schon eigentlich recht lang beschäftigt und dann wollten wir es einfach ausprobieren, gucken, wo Elfgen Pick steht, in dem Sinne, dass wir die Matrix mal durcharbeiten und wollten unsere Mitarbeiter mit. Jetzt hängt es. Nehmen. Die haben wir dann auch Tricks mit übernommen. Es hat eigentlich ganz gut geklappt und bei mir nicht, bei Ihnen schon. Jetzt geht's wieder. Bin ich wieder da? Ja. Ich brauche ein Feedback, sonst denke ich, ich hänge noch. Nee, wir hören Sie. Sehr interessant. Sehr wunderbar. Dann haben wir die Mitarbeiter mit in das Prozess mitgenommen und jedem einem so einen Matrix-Bereich zugeordnet. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Was macht Elfgen Pick, sollte man ja auch noch sagen. Ja. Wir sind ein Design- und Kommunikationsbüro. Von uns kriegt man alles, was schön und hübsch ist. Wir machen aber auch noch mehr. Eben von der tollen Geschäftsausstattung der Kampagne bis hin zum Programmieren. Und ein paar Sonderthemen haben wir auch noch bei uns im Hause. Das ist Augmented Reality. Und wenn Sie Interesse haben an einem digitalen Eventstudio, da launchen wir gerade ein neues Produkt, Cubels, cubels.de, kann man sich das anschauen. Gut, danke schön. Herzlich war ich kurz? Willkommen. Gut. Ja, wunderbar, alles gehört. Gut, Frau Theresia Bettram, genau, wenn ich Sie jetzt einladen darf, Sparkasse Berchtesgadener Land. Herzlich sehr gerne. Willkommen. Also die Sparkasse Berchtesgadener Land ist ja im Südosten, ein Teil von Bayern tätiger. Wir haben 1,7 Milliarden Bilanzsumme, also es sind eine kleinere, mittlere Sparkasse in Bayern dazu mit 320 Mitarbeitern. Unsere Philosophie im Haus ist eigentlich seit jeher Verantwortung für die Region und der lebenden Menschen zu übernehmen, das Aspekt Gemeinwohl. Und das möchten wir einfach mit der Zertifizierung aus Gemeinwohlökonomieunternehmen transparent machen. Wir machen sehr viel. Wir sind auch ein bisschen ein Kreditinstitut, anders wie andere, weil wir uns engagieren für die Region. Und wir haben schon angefangen 2013 dazu auch unsere Beratungsphilosophie umzustellen. Wir sind die erste ergebnisoffene Beratung, haben wir in ganz Bayern gemacht. Also jeder sagt da, bedarfsorientierte Beratung bekommen Sie, aber man muss die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen. Und das haben wir schon seit einiger Zeit auch gemacht. Das heißt, alle Kunden bekommen von unserem Produkt offene Beratung und die Berater haben keine Vorgaben, beispielsweise Lebensversicherung zu verkaufen.
Was machen wir im Bereich Klimaschutz und nachhaltiges Wirtschaften? Wir haben auch kürzlich die Selbstverpflichtung unterschrieben dazu vom Pariser Klimaabkommen und machen da schon sehr viel dazu. Wir haben beispielsweise selbst 6 Bienenvölker bei uns. Zwar nicht in der Sparkasse, dazu wäre es ein bisschen schwierig, aber wir haben zusammen eine Kooperation mit heimischen Imkern. Und wir haben geschaut, wo haben wir Blühflächen übrig oder Flächen übrig und haben das Wildbienen- und insektenfreundlich begrünt. Mhm. Wir haben auch im Bereich Thema Wohnraum, ist bei uns im Landkreis sehr, sehr wichtiger, haben wir bezahlbaren Wohnraum geschaffen, wo wir uns einfach abheben zu anderen dazu. Wir haben auch im Thema Förderung der heimischen Wirtschaft dazu die sogenannte Sparkassenvorteilswelt eingeführt, um einfach die Region zu stärken. Und das zeigt sich jetzt in der aktuellen Corona-Zeit sehr, sehr stark dazu. Das waren jetzt einfach mal ein paar Beispiele, wo wir einfach zeigen, wir sind anders wie andere, wir agieren anders wie andere. Und uns ist ganz wichtig, die Sparkasse spürbar von innen nach außen zu machen. Hm. Das heißt, wir nehmen unsere Mitarbeiter bei allen Themen auch mit dazu, um dass die Kunden das auch erleben können dazu. Das ist uns ganz wichtig und das möchten wir einfach mit der Bilanzierung. Wir haben einen 94-seitigen Bericht zusammenbekommen und das möchten wir jetzt transparent machen. Toll. Ja, ich glaube, es ist gerade für eine Sparkasse, also Sie sind ja als Bank auch im stark regulierten Bereich unterwegs, zu sagen, wo sind die Handlungsspielräume? Wir haben heute Nachmittag auf dem Podium auch die Stadtsparkasse Augsburg als Podiumsgast. Wäre spannend, wenn Sie in irgendeiner Form vielleicht im Nachgang auch in Austausch kommen könnten über Ihre Erfahrungen, weil dort tut sich auch einiges im Bereich Nachhaltigkeit. Sehr schön, vielen Dank, dass Sie alle da sind. Und Sie kennen es ja jetzt schon von den beiden anderen Gruppen. Sie dürfen jetzt auch eine Frage gemeinsam beantworten. Und wir haben uns überlegt, also ein Thema der GWÖ-Matrix ist ja auch, alle Bezugsgruppen in den Prozess einzubinden beziehungsweise zu betrachten. Unter anderem eben auch die Kunden. Und nach dem Motto, tue Gutes und rede darüber, ist unsere Frage, wie hat der Prozess, den Sie jetzt durchlaufen haben, inwieweit denken Sie, werden Ihre Kunden die Veränderungen oder Ihren Prozess wahrnehmen können? Woran denken Sie, wird man es feststellen können oder hat sich vielleicht schon was verändert? Sie dürfen gerne den Anfang machen, Frau Petra. Ja, sehr gerne. Also wir werden unser Testat in den nächsten Tagen erhalten. Für uns ist das nicht nur ein Marketing-Gag, was wir machen, sondern eine gelebte Philosophie. Und wir möchten die Kunden, wir haben jetzt letztes Jahr unsere Kunden befragt, auch zum Thema Ökologie, wie das wahrgenommen wird, haben wir Bekanntheit von 81% schon in der Region erreicht und möchten jetzt das ganze Jahr 2021 und fortfolge einfach die Kunden mitnehmen. Und wir haben da verschiedene Ideen schon, wo wir die Kunden mitnehmen können. Ob das jetzt beispielsweise, wir haben ein Projekt, wo wir unsere Grundschüler, wenn es dann wieder dürfen, dazu gemeinsam unsere Blühfläche ansehen und das auch mit weiter in, ja, in die Umsetzung bringen. Und wir möchten einfach verschiedene Schichten dazu umsetzen. Haben jetzt gerade ein aktuelles Projekt anlaufen, ein Thema CO2-Neutralisierung zu erreichen mit einem Humusaufbauprojekt, wo wir heimische Landwirte mit einbinden werden. Mhm. Und dort mit 5 Landwirte und auch 4 weiteren Unternehmen, weil wir binden auch andere Unternehmen auch mit ein in der Region. Und wir haben die Initiative gegeben, um da einfach was zu bewegen im Landkreis. Mhm. Und versuchen halt über die verschiedenen Berührungsgruppen was zu erreichen für die Region. Ja, danke schön. Vielleicht nochmal ein Aspekt dazu. Also wäre nochmal spannend, auch wie direkt die Kunden, also wie verändert es ihren Beratungs- oder auch Produktprozess oder Produkterbringungsprozess? Herr und Frau Haas, wollen Sie da vielleicht nochmal einen Einblick drauf geben? Jetzt habe ich den Anfang nicht verstanden. Also wie die Art, ihre wertorientierte oder ökologische und nachhaltige Ausrichtung, wie ihre Kunden das spüren und wie das vielleicht sich direkt auch auf ihren Dienstleistungs- oder eben Produktionsprozess spürbar auswirkt. Ja, also mein Ansatz war, nachhaltig wirtschaften ist sparsam wirtschaften. Und dadurch kann man auch, hat man einen gewissen Einfluss auf die Preise. Das ist das eine. Und jetzt ist es so, ich habe ja 2 große Kunden. Der eine Kunde schätzt das wohl sehr. Und beim anderen Kunden war das vormals auch so. Aber der ist vor einem halben Jahr jetzt aufgekauft worden von einem amerikanischen Konzern. Und da habe ich gerade
ernsthafte Schwierigkeiten. Also das wird im Moment nicht bewertet. Da muss ich jetzt einfach nochmal Luft holen und nochmal Ausdauer zeigen, bis die Leute einfach merken, dass es mit Gemeinwohlökonomie besseres Zusammenarbeiten ist. Das sind auch Herausforderungen. Ja, ist nicht gerade einfach im Moment. Aber Sie sagen, es ist eine Zuversicht dann auch da, einfach aufgrund Ihrer Überzeugung und sagen... Es war ein kleiner Schritt zurück, das heißt, es dauert einfach nochmal, aber dann werde ich denen wieder beweisen, dass es so der bessere Weg ist. Ja, das bringt schon ein bisschen Ausblick in den zweiten Teil heute. Werteorientiertes Wirtschaften als Wert und die Resilienz sind die Unternehmen dabei, genau. Genau, vielen Dank. Ja, Herr Pick, als Kommunikationsagentur, Sie haben viele Kunden und wahrscheinlich auch langjährige Kunden. Woran merken die Unternehmen, dass sich bei Ihnen ein GWÖ-Prozess angeschoben hat? Gibt es da irgendwas, was Sie sagen würden? Oder wir würden uns wünschen, dass die Kunden das bemerken? Also wir leben das, was die GWÖ macht, schon ziemlich lange. Deswegen war das natürlich für viele Kunden nicht unbedingt jetzt das große Aha-Erlebnis, nachdem wir jetzt durch den GWÖ-Prozess gegangen sind. Mhm. Wir haben schon eine neue Formen, neue Formulierungsmöglichkeiten gefunden, das Gute auch zu sagen. Also was wir sonst vielleicht so für selbstverständlich genommen haben, haben wir plötzlich festgestellt, ist gar nicht so selbstverständlich und stellt vielleicht für andere Unternehmen eine Herausforderung dar. Bei Kunden haben wir vielleicht mehr den Mut gefunden, auch solche Themen mal direkt anzusprechen und ihnen die Chance zu bieten, auch unsere Dienstleistungen zu nutzen, um selber dort besser zu kommunizieren. Und was wir halt gemacht haben, ist, wir haben unseren irrsinnig aufwendig großen, schönen, tollen Bericht, den hier alle Unternehmen ja auch geschrieben haben, eingedampft in eine Marketingvariante, in eine Kurzvariante, die wir dann unseren Kunden zuschicken können. Und darauf haben wir schon Reaktionen gekriegt, wo Kunden gesagt haben, das konnte man ja mal wirklich lesen. Also die offensichtlich schon mehr solche Berichte gesehen haben und dann ganz froh waren, auf wenige Seiten das eingedampft zu sehen. Und wir die wesentlichen Punkte nochmal rausgearbeitet haben. Und was uns auf jeden Fall weitergebracht hat, ist der Ansporn in den Punkten, wo wir gemerkt haben, dass wir gar nicht so gut sind, wie wir dachten. Also in der Mitarbeiterkommunikation beispielsweise oder in der Transparenz und auch nach außen hin vielleicht in Kundenberatungen viel früher die Kunden transparent in die Besprechungen mit reinzunehmen und bei Showfixen teilhaben zu lassen. Also da sind schon Anstöße da, die müssen aber auch erst noch umgesetzt werden. Also da sind noch keine praktischen Erfahrungen. Vielleicht machen wir ganz schnell wieder die Schotten dicht, wenn wir mal so die Kunden dabei gehabt haben. Ich hoffe es nicht. Ich denke eher positiv und sage, das wird ein toller Prozess, aber der steht dieses Jahr vor uns. Spannend, Schritt für Schritt. Ja, ich habe einen Hinweis bekommen, Zeit. Das heißt, Sie dürfen jetzt eben auch Ihre Urkunde, sofern Sie sie vor sich liegen haben, in die Kamera halten. Schön, ja genau, dass man sie auch noch gut sehen kann. Wunderbar, Frau und Herr Haas. Und Michael, du darfst einen Screenshot machen, wir lächeln alle. Prima, danke schön. Ganz herzlichen Dank auch für Ihre Zeit und auch für Ihr Engagement für die Gemeinwohlökonomie und viel Spaß noch bei den anderen Unternehmen, die Sie vielleicht auch neu kennenlernen dürfen. Gut. Als nächste Gruppe bitten wir Menschen auf die Bühne, die selbst als Gemeinwohlberater unterwegs sind und haben hier zusammengetan den Herrn Werner Furtner von Werner Furtner Consulting, den Herrn Albert Bernstetter und den Herrn Thomas Mönius. Herzlich willkommen auf der Bühne. Nach und nach werden Sie reintrudeln. Ja, der Herr Furtner ist schon da, auch Video und Audio einschalten, genau, Herr Mönius. Und der Herr Albert Bernstetter, höre ich gerade, ist nicht dabei. Gut. Herzlich willkommen, wenn Sie jetzt genau, da ist jetzt das Video dabei beim Herrn Furtner, auch noch Video, Audio. Herzlich willkommen. Ja, vielleicht von Ihnen beiden genauso, wer sind Sie, was hat Sie motiviert, die Gemeinwohlbilanz selbst zu machen und wie erleben Sie das? Genau, jeder ein paar Sätze zu sich und seiner Firma. Herzlich willkommen, Herr Furtner. Okay, darf ich schon loslegen? Ja, genau. Ja,
das Thema Nachhaltigkeit und Gemeinwohl begleitet mich im Prinzip schon mein halbes Arbeitsleben lang. Ich konnte es nur nicht artikulieren. Ich komme aus dem Marketing, ich komme aus dem Vertriebsbereich, aus der Unternehmensentwicklung, war da 20 Jahre in einer Unternehmensberatung tätig. Und dort war ja immer das Thema, das Ziel ist natürlich Nutzen und Mehrwert darzustellen, aber immer mit dem Ziel, Geld zu verdienen. Also das Ziel war immer Geld. Und wenn ich dann mal gesagt habe, okay, wie schaut es denn aus mit den Menschen? Ja, dann musst du dir einen sozialen Beruf suchen. Ich konnte es lange nicht artikulieren, wo ich eigentlich mein Sinn sehe. Und dann kam die Gemeinwohlökonomie in Form von einem Vortrag von Christian Felber 2014. Dann habe ich das immer begleitet. Dann habe ich 2017 festgestellt, dass man die Beraterausbildung machen kann. Dann habe ich gesagt, okay, das passt, weil ich lebe das, meine Familie lebt es. Ich wohne in einer 3-Generationen-WG mit eigenem Garten, mit Photovoltaik, mit allem drum und dran, das schon seit den Anfang der 90er Jahre. Und das passt für mich. Und ich merke halt jetzt auch an der Resonanz der Kunden, dass es genau das ist, was viele Unternehmen wollen und auch quasi ein Instrument wollen, um es auch umzusetzen. Danke, Herr Burkhardt. Vielen Dank. Ja. Herr Mülius. Ja, hallo zusammen. Ich bin bis 2017 30 Jahre lang in der Bankwirtschaft tätig gewesen und habe immer mehr gemerkt, dass das, was ich da tue, eigentlich keinen Sinn macht. Und ich bin dann ausgestiegen, habe ein Jahr mir freigenommen und bin da wieder auf die Gemeinwohlökonomie gestoßen und habe gemerkt, okay, das ist ja, sind genau die Antworten, die ich immer suche. Ja, wie kann man sinnvoll wirtschaften? Ich habe dann auch in Augsburg das erlebt, den Peergruppenprozess, und war da so begeistert, dass ich gesagt habe, Mensch, in unserer Region, Metropolregion Nürnberg, da muss einfach auch was passieren. Und wir hatten bis dahin kein Gemeinwohlunternehmen. Jetzt bin ich seit 1,25 Jahren als Gemeinwohlberater tätig. Ich habe mich jetzt wirklich selbstständig gemacht und mache nur Gemeinwohlberatung und enkeltauglich leben. Und ja, es erfüllt mich total aus. Und logisch war für mich, ich will natürlich auch Vorbild sein und meine Bilanz vorlegen. Und die wurde Corona-bedingt dann im März geschrieben, weil ich da einfach dann Zeit hatte. Die ganzen Termine sind ja ausgefallen. Und im Mai kam das Audit und ich habe mich total gefreut, dass ich seitdem als zertifizierter Berater hier in Nürnberg agieren kann. Spannend. Nürnberg haben wir gehört. Und Herr Furtner, ich weiß nicht, haben Sie erwähnt, wo Sie sitzen? In Wasserburg am Inn, am Tor zum schönen Chiemgau. Schön, ja. Ja, auch Sie haben das Vergnügen, uns eine Frage und auch dem Publikum einen Einblick zu geben. Was finden Sie genau im Beratungsprozess von Unternehmen, die sich auf den Weg der GWÖ-Bilanzierung machen? Was erleben Sie für sich dort als am spannendsten? Herr Menius, Sie dürfen den Anfang machen. Jetzt tauschen wir mal. Entschuldigung. Ja. Kein Ding. Soll ich beginnen? Gerne. Also am spannendsten finde ich es eigentlich immer dann, wenn die Unternehmen oder Unternehmerinnen und Unternehmer feststellen, dass sie bei Punkten, wo sie dachten, da sind sie schon gut unterwegs, auf einmal in der Kommunikation in der Peergruppe merken, hey, da ist noch Luft nach oben. Oder andersrum. Also das kommt auch ganz oft vor, dass die kommen mit einer Selbsteinschätzung und sagen, na, da bin ich ja noch gar nicht gut unterwegs. Und plötzlich in der Diskussion kommt raus, okay, sie sind da, sie machen ja schon einiges, aber sie denken oft gar nicht an die Dinge, die sie da Gutes tun. Und da ist die Gemeinwohlbilanz und der Prozess ein tolles Vehikel, um einfach da mal genau reinzuschauen. Also wo bin ich wirklich schon gut und wo habe ich noch Potenzial? Ich glaube, der Herr Pieck hat es vorhin ja auch mal so kurz gesagt, dass das so ein Aha-Erlebnis war, und das erlebe ich in meinen Peergruppen auch. Sehr schön. Herr Furtner. Ja, wunderbar, Thomas. Ich hätte das auch gesagt, ganz genau, das ist wirklich so ein Punkt. Und ich möchte noch eines ergänzen, was in der Zusammenarbeit viel spannender ist und einfach Freude macht. Man ist mit den Unternehmerinnen und Unternehmern ganz anders unterwegs, weil man das gleiche Ziel verfolgt.
Also ich kenne aus meiner früheren Beratungstätigkeit das einfach so, ja, da müssen wir jetzt was machen, der hat das gesagt und dann geht es uns besser. Wir verfolgen mit den Unternehmen gemeinsam ein anderes Ziel, nämlich das, dass es einfach den Menschen besser geht, dass sie mehr Lebensqualität haben und dass wir alle nachhaltiger unterwegs sind. Und das ist eine Verbindung, da hat mir das vorher gut gefallen, was der Herr Schrank gesagt hat, die Ökonomie der Verbundenheit, dass man hier, oder das ich sehr, sehr erlebe. Und das macht mir wirklich sehr viel Freude. Ja, vielen Dank. Also Sie haben es schon erwähnt, man kann sich auf den Weg des GWÖ-Beraters machen. Vielleicht in ganz kurzen Stichworten, wie lang ist die Ausbildung? Vielleicht ist ja auch jemand in der Zuschauerschaft, der sich dafür interessieren würde, nach dem, was Sie Schönes berichtet haben. Wie sieht so ein Prozess aus? Vielleicht nur ein paar Stichworte. Ja, ich kann gerne mal was sagen. Also ich habe die Ausbildung in Wien gemacht. Das nennen wir in der GWÖ-Lernweg. Und dieser Lernweg wird immer angeboten von einem Auditor oder einer Auditorin und einer Beraterin oder Berater. Und es geht auf jeden Fall über zwei längere Präsenzmodule. Und zwischendrin sind dann eben Aufgaben gestellt. Und bei mir im Lernweg war es so, dass man da auch selber eine Bilanz geschrieben hat in der Zeit und hat sich halt intensiv mit den entsprechenden Themen beschäftigt. Und dann fordert die GWÖ, bis man zertifiziert ist, noch verschiedene andere Themen wie ehrenamtliches Engagement und so weiter. Also der Prozess, würde ich immer sagen, bis man wirklich das Zertifikat hat, mit Hospitation bei anderen erfahrenen BeraterInnen, der dauert schon 1,5 Jahre, würde ich mal so sagen. Oder, Werner? Ja, genau so ist es. Was auch schön ist, wir haben auf dem Lernweg oder ich durfte dann mit anderen Beratern, die in einem anderen Lernweg machen, haben wir dann miteinander unsere Bilanz gemacht. Das war auch so ein Austausch. Wir haben quasi das Gleiche erlebt, was die Unternehmen erleben, dass das ein sehr fruchtbarer Austausch war. Wir haben das alles online gemacht, nicht weil Corona war, sondern eigentlich schon vorher, weil wir so weit auseinander waren und haben uns da jede Woche getroffen. Und insgesamt ist das ein Prozess über 1,5 Jahre, würde man sagen. Prima. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass der ein oder andere im Zuschauerraum motiviert ist, sich damit näher zu befassen. Dann kann man sich natürlich auch gerne an die Vertreterin von der GWÖ hier wenden. Sie auch haben hoffentlich Ihre Urkunde dabei. Sie haben sie erwähnt, selbst nein. Aber Sie dürfen dann wie die vorige Gruppe einfach den Daumen hochhalten. Jetzt. Und dann macht der Michael ein schönes Foto von uns. Vielen Dank. Ja. Prima. Hoffentlich hat es geklappt. Dann herzlichen Dank für Ihr Dasein und auch für die Einblicke, die Sie uns gewährt haben. Und noch einen schönen Nachmittag. Gerne. Dankeschön. Ja, auf Wiedersehen. Und jetzt möchte ich die nächste Gruppe begrüßen. Die nachfolgenden Firmen verbindet der Einsatz in Bildung, Gesundheit und Begegnung. Und ich freue mich, auf der Bühne jetzt begrüßen zu dürfen den Herrn Wilfried Knorr für die Diakonie Herzog-Segmühle. Ich sage es einfach einen nach dem anderen auf und Sie erscheinen dann einfach dazu. Andreas Schöfbeck von der BKK Provita sowie Herrn Markus Mosig auch von der Provita. Frau Irene Heiß-Eppig vom Seminarhaus Deinsdorf. Frau Barbara Deutzer aus Wir Kinder der Erde vom Ammersee und Frau Daniela Wiese von der Regensburg Tourismus GmbH. Herzlich willkommen alle zusammen auf der virtuellen Bühne und Sie können dann nach und nach Ihr Video einschalten und das Audio. Antje, ich würde ganz kurz eine Frage in die Redaktion geben. Wir haben vorhin zwei Unternehmen, die nicht da waren und ich könnte mir vorstellen, dass man dass vielleicht das eine oder andere jetzt da ist. Also es war die Biomakler wieder und Bean United. Gibt es da noch jemanden, der mittlerweile auch da ist und dazukommen könnte? Vielleicht kurz eine Antwort im Chat. Gut, wenn dem so wäre, dann einfach dazu holen. Wir sehen ja dann. Die Haslauer, die Lavida Utting ist dazugekommen. Ach, wunderbar. Sehr schön. Gut für die Nachfrage. Danke, Blanka.
Gut, Frau Haslauer, auch Video an und Audio an. Dann herzlich willkommen an alle. Und dann würde ich jetzt das Wort übergeben an Herrn Wilfried Knorr, auch eben so eine Minute zu sich zu erzählen, Motivation, Gemeinwohl, Ökonomie, ein Wissensträger haben wir jetzt hier vor uns. Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank, Wissensträger sind wir alle. 2013 saß ich im Urlaub in einem Ferienhaus in Schweden und las das Buch von Christian Felber und es passte in alles hinein, was ich als Diplompädagoge vorher gelernt hatte über Glücksforschung, Suffizienzforschung, soziale Arbeit und ihren Stellenwert in der Gesellschaft. Ich habe dann im Diakoniedorf Herzogsägmühle das soziale Arbeit leistet seit 1894 von Wohnungslosenhilfe über Jugendhilfe, Behindertenhilfe, Altenhilfe und so weiter und so weiter und so weiter. Mit den leitenden Mitarbeitern diskutiert, ob wir uns nicht diesen Bilanzprozess gönnen sollten. Da waren dann eigentlich alle dafür. Und wir haben jetzt im letzten Jahr die zweite Bilanzierung abgeschlossen und erleben das für unser großes Unternehmen, wo ja doch an 190 Standorten über 2000 Menschen tätig sind, dass das den klügsten, weitgehendsten Rahmen abgibt für die Frage, wie man ethisch verantwortliches Wirtschaften abbilden kann. Und das hat uns auch in der Diakonie Deutschland zu einem Pionierunternehmen gemacht, das jetzt so ein bisschen ausstrahlt. Es gibt jetzt mehr diakonische Unternehmen, die dem nachfolgen. Ich selbst bin damit einer der Sprecher der Diakonie, der GWÖ in dieser Bewegung geworden, obwohl ich das am Anfang in Schweden auf dem Steg von meinem Ferienhaus nicht geahnt hatte. Das hat auch was zu tun mit Selbstwirksamkeit, mit dem Empfinden, dass man nicht umsonst auf diesem Planeten Erde umherläuft. Herzlich willkommen, Herr Knorr. Ja, als nächstes Pro Vita, Herr Schiffbeck und Herr Mosig, herzlich willkommen, wenn Sie auch etwas zu sich sagen wollen. Wer anfangen möchte ich gebe jetzt einfach mal Herr Schiffbeck. Ja, hallo zusammen. Er freut mich sehr in dieser Runde heute, dass wir uns treffen. Ja, zur GWÖ sind wir gekommen, ähnlich bei Wilfried Knorr. Ich habe auch mal das Buch von Christian Felber gelesen, so ungefähr 10 Jahre ist es her. Und dann 2, 3 Jahre später bin ich auch dem allseits bekannten Helmut Lind begegnet. Und dann war für mich klar, wir machen das auch. Und ja, dann haben wir es aber nicht groß besprochen. Da haben wir es per Order dem Mufti eingeführt. Weil wenn ich es demokratisch gemacht hätte, zu dem Zeitpunkt hätte es nicht funktioniert, weil die Mitarbeiter zu kritisch waren. Aber das Schöne ist, die Mitarbeiter tragen es auf breiter Basis. Das hat sich verselbstständigt. Und ich muss sagen, ich finde die GWÖ ist ein wunderbares Organisationsentwicklungsinstrument. Ich habe früher auch immer gemeint, wir sind die Guten. Und ich habe lernen können, dass man systematisch erfasst ist, nochmal was anderes. Und für mich war es nochmal eine tolle Lernkurve, was man da aufnehmen kann und dass man das Unternehmen ganzheitlich kennenlernt. Und dann will ich noch gerne zu dem Wort Verbundenheit, ist heute schon gefallen bei den Partal-Gruppe. Verbundenheit ist für mich ein Thema. Ich würde es auf die spirituelle Ebene gerne lupfen. Und ich habe gemerkt, man kann Gesundheit, Krankheit und vom Wirtschaften, das kann man alles nicht voneinander trennen. Sonst wäre man, glaube ich, schizophren. Und für mich ist eine Bewusstwerdung der Menschen, diese Zusammenhänge zu erkennen. Und dann fällt es dann, glaube ich, auch leicht, sich dieser GWE-Idee anzuschließen. Zumindest kann ich es für meine Person sagen. Also ich kann das Ganze nicht mehr voneinander trennen. Wäre für mich unmöglich. Danke, Herr Schiffbeck. Möchte Herr Mosig auch noch etwas dazu sagen? Ja, super gerne. Ich halte mich auch kurz. Herr Schiffbeck hat ja schon das meiste gesagt. Für mich gibt es vor allem 2 Aspekte, die das Thema GWÖ richtig spannend und attraktiv machen. Zum einen ist es bei uns in der Firma wirklich so, dass die Aufgabenverteilung, was die GWÖ bzw. die Bilanzerstellung angeht, ist extrem gut. Also wir haben da mittlerweile echt viele Arbeitskreise, viele Teams, die da gemeinsam dran arbeiten, dass wir da wirklich eine breite Datenbasis kreieren können, um dann entsprechend auch eine gute und glaubwürdige Bilanz erstellen zu können. Und das zweite Thema, was ich einfach super finde, ist die Netzwerkarbeit und die Zusammenarbeit, die über die Gemeinwohlökonomie stattfindet. Ich bin in sehr vielen Runden dabei, in Arbeitskreisen und mir macht es total Spaß, mit Gleichgesinnten zu arbeiten. Und da ist völlig egal, ob das ein Mini-Unternehmen ist oder ob das ein etabliertes Unternehmen ist, die Interessen sind immer die gleichen. Und nur wenn wir Gleichgesinnte dabei haben, werden wir einen Wandel vorantreiben können. Da ist
die Größe erstmal ganz nebensächlich. Danke, Herr Mosig. Ja. Dankeschön. Ja, jetzt haben wir die Herren zuerst, jetzt kommen die Damen. Dann möchte ich Frau Heiß-Eppig von Seminarshaus Deinsdorf begrüßen. Ja, hallo beieinander. Das ist jetzt ganz schön, dass Sie gerade gesagt haben, Herr Mosig, dass Sie auch mit Mini-Unternehmen gern zusammenarbeiten, weil wir sind so ein Mini-Unternehmen. Wir sind ein eingetragener Verein und ein Seminarhaus mit einem Zweckbetrieb und einem Wirtschaftsbetrieb und mit zwei Festangestellten, zwei Freiwilligen im ökologischen Jahr und mir als Ehrenamtlicher von Anfang an, also wirklich ein sehr kleines Unternehmen. Wir haben vor 29 Jahren dieses Seminarhaus gegründet und haben eigentlich, wir kommen alle, die es damals gegründet haben, bin ich noch da oder bin ich weg? Ja. Nein, wir hören Sie noch. Bei mir ist das Bild weg, aber naja. Ja, dann rede ich trotzdem weiter. Also, wir haben es vor 29 Jahren gegründet und kommen alle aus der Friedensbewegung, die damals dabei waren. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass wir von Anfang an die ganzen Prinzipien der Gemeinwohlökonomie mit auf dem Plan hatten. Und dann habe ich vor ungefähr 6, 7 Jahren oder so das erste Mal einen Vortrag von Christian Felber gehört. Und das hat mich eben dann sehr begeistert und überzeugt, dass es da jetzt eine Bewegung gibt, die das Ganze systematisiert und öffentlich macht. Und dass nicht nur so kleine Unternehmen, die einfach den Wunsch haben, das alles anders zu machen, so jeder vor sich hinwurschtelt. Und das war dann der Grund, warum ich gedacht habe, ja, dann versuche ich es mal mit einer Bilanz. Ja, und ich musste die Bilanz wirklich alleine machen, weil wir sind immer also von der Arbeit her, von der Personalstruktur ganz knapp. Und das war schon ziemlich viel Arbeit. Ja, vielen Dank und herzlich willkommen hier. Dankeschön. Ich sehe immer noch nichts. Ja, wir sehen Sie noch. Wunderbar, dann hören Sie uns einfach zu, genau. Ja. Vielleicht kommt das Bild gleich wieder. Genau. Ja, es ist einfach weggeblieben. Ja, gut, dann möchte ich die Frau Deutzer, Barbara Hallo, begrüßen von Wir Kinder der Erde. Herzlich willkommen. Ja, hallo, ein herzliches Willkommen auch an alle. Ich bin Leiterin einer Wildnisschule, das ist noch relativ unbekannt. Diese Wildnisschule Wir Kinder der Erde verbindet Menschen mit der Natur auf der Basis von Wissen, was ich von einem Liepern-Apachen und dann weitergegeben worden ist an Tom Brown, gelernt habe und auch von John Young. Und dieses Wissen ist für mich ganz essentiell für ein nachhaltiges Leben, weil es dann einfach den Menschen in Bezug zur Natur setzt und wieder eine Verbindung schafft und sich erfahrbar macht als einen wirksamen Teil in der Natur und dass von der Natur alles kommt, was wir eigentlich zum Leben brauchen. So haben wir auch deswegen den Namen Wir Kinder der Erde gewählt, weil ohne die Natur hätten wir nichts zu essen, nichts zu trinken und könnten überhaupt nicht leben. Also die Erde sorgt für uns wie eine Mutter. Und diese Wildnisschule, wie ich arbeite sehr viel mit Erwachsenen zusammen im Ausbildungsbereich, speziell auch mit Lehrer, Lehrerinnen, Sozialpädagogen, die später mit ihren Klassen oder mit ihren Leuten in die Natur gehen wollen. Frau Deubser, ich will nicht unhöflich sein. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen, wenn Sie nur dann kurz ausführen. Gut, und wie kam ich zur GWÖ? Ich war beim Vortrag von Herrn Knorr und bin damals zum ersten Mal mit der GWÖ in Kontakt gekommen und wollte mal wissen, wie ich als Firma und Schule dastehe in dem Sektor Nachhaltigkeit und auch in dem Sektor, was gibt es da zu verbessern. Und es war ein ganz spannender Prozess. Ja, herzlich willkommen. Dankeschön, voneinander lernen. Herr Knorr, sehen, wie Sie wirken. Dann Frau Wiese, herzlich willkommen von der Regensburg Tourismus GmbH.
Man hört Sie nicht? Man hört mich nicht. Jetzt ist er. Ja, ich halte das jetzt direkt davor. Schaut blöd aus, aber ist auch so. Dankeschön, dass wir dabei sein können. Die Regensburg Tourismus GmbH ist ein 100-jähriges Unternehmen der Regensburg und die offizielle Tourismus- oder Destination-Management-Organisation der sie ist also verantwortlich für den Bereich Tourismusförderung, für nationales, internationales Marketing, für das Betreiben der Touristinformationen und eben auch haben wir auch ein Veranstaltungsmanagement. Wir haben selbst historische Säle und betreiben auch das Marina Forum Regensburg. So viel, damit man einfach auch versteht, was wir so tun, weil ich glaube, wir sind so ein bisschen eine Sonderrolle auch. Wir haben uns auf den Weg zur GWÖ gemacht, einfach weil wir ein starkes Management mit dem EFQM-System haben. Wir aber in dem Bereich Nachhaltigkeit ein System gesucht haben, was uns da unterstützt und haben jetzt da einfach auch mit der GWÖ geübt. Wir wollen auch ein bisschen andere Töchter der Stadt inspirieren, auch die Stadt selbst sich auf den Weg zu machen. Und wir sehen auch Tourismus wichtig als ein existenzielles Grundbedürfnis, letztendlich das Reisen an sich, und wollen das dann auch auf einen nachhaltigen Weg stellen, und das ist so unsere Aufgabe. Und es war ein interessanter Prozess. Die Frau Heiß-Eppig hat gerade gesagt, sie hat das alleine gemacht. Wir haben das eben von Mitarbeitern gemacht und echt Hut ab, wenn sie das ganz alleine gestellt haben. Durchaus anspruchsvoll, ja. Dankeschön, Frau Wiese. Dann was Sie sich vorgenommen haben mit der Stadt Regensburg, Sie haben ja Herrn Dr. Stamm vorhin vielleicht gehört, ist da auch noch ein Stückchen Wegstrecke, aber viel Erfolg dabei. Schön, dass Sie den Anfang gemacht haben. Ich möchte dann noch jetzt labida die Frau Haslauer begrüßen, wenn Sie Ihr Video noch einschalten. Hallo, da, ja, und vielleicht auch den Ton. Wir haben Sie jetzt in die Gruppe hier dazugenommen, einfach kurz und knackig einen Satz zu LaVida und Ihre Motivation GWÖ. Ja, danke. Ich nur ganz kurz, ich bin nur im Alltagsgeschäft drin, deswegen höre ich nur so halb mit einem Ohr zu, aber zu uns kurz, wir sind in der zweiten Bilanz ja schon gewesen jetzt und wir haben einen Biomarkt, sind eben da das Thema prädestiniert für die GWÖ und haben uns schon lange auch mit dem Thema einfach beschäftigt, jetzt unabhängig von der GWÖ, und haben dann damit auch einfach ein Modul gefunden, wie wir das systematisch durcharbeiten können, und haben auch einfach dadurch gemerkt, dass man ganz viele Bereiche gar nicht bedacht hat vorher oder im Kopf hatte, wo wir uns verändern können oder auf welchem Weg, und sind da auch mit Mitarbeitern gemeinsam eben durchgegangen, haben die ganzen Bereiche bearbeitet, und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, Punkte zu finden und dann Lösungen zu finden, und haben so eben einfach jetzt mittlerweile schon die zweite Bilanz erstellt. Und es macht dann natürlich auch, wenn man die zweite hat, war es auch wahnsinnig schön, einfach zu sehen, wo man sich schon verbessert hat und wo man immer noch auf dem Weg ist und einfach Möglichkeiten sucht. Super Cue, den Sie mir gegeben haben, überraschende oder auch Punkte zu finden. Sie alle haben mit Menschen zu tun. Sie alle dienen auch Menschen in der einen oder anderen Form. Und die GWÖ-Matrix beleuchtet ja auch den Wert Menschenwürde. Mhm. Und jetzt würde ich Sie einladen, aufgrund der Zeit einfach kurze Blitzlichter reinzugeben, was für Sie eine besondere Erkenntnis war im Wert Menschenwürde im Bilanzierungsprozess. Einfach etwas, was Ihnen jetzt einfällt. Sie dürfen einfach rein, ohne Reihenfolge. Dann fange ich vielleicht gleich nochmal an. Also bei uns war es vor allem auch einfach der Bereich der Unterstützung der Mitarbeiter, nicht nur im finanziellen Sinne, sondern was man noch alles machen kann. Also auch in Bezug auf natürlich das Gehalt und aber auch auf die Möglichkeiten vom Laden noch jetzt bei uns speziell, wie wir da unsere Mitarbeiter einfach unterstützen können, auch für private Zwecke. Mhm. Danke. Bei uns ist es das Thema Reisen und Begegnungen. Auch mit unseren Partnern hier in Regensburg, aber auch Reisen, Menschen, die zu uns nach Regensburg kommen, ist definitiv ein Thema, das uns da bewegt. Das Thema Menschenwürde ist tatsächlich das Feld, wo unser Grundansatz als Diakonie am weitesten deckungsgleich wird mit den
Ideen der Gemeinwohlökonomie. Viele denken ja, Diakonie und GWÖ, das ist sowieso sozusagen kein Spannungsfeld. Das stimmt aber nicht. Zum Beispiel bei Transparenz ist es durchaus sehr unterschiedlich. Fragen Sie mal einen Vorstand in einem diakonischen Unternehmen, wie viel Geld er verdient. Da wird es mit der Transparenz schnell zu Ende sein. Was mir bei Menschenwürde wirklich super gut gefallen hat in dem Bilanzierungsprozess jetzt bei uns, ist die Beteiligung von Hilfeberechtigten. Zum Beispiel Menschen, die in einer Tagesstätte für psychisch Kranke sind und sagen, wir wollen die erste GWÖ-Tagesstätte werden. Wir wollen in unserer Tagesstätte den Einkauf nicht mehr so machen wie früher. Und da kriegen Menschen, die benachteiligt in Anführungsstrichen sind, also Menschen mit einer Erkrankung, mit einer Behinderung, kriegen plötzlich eine Dynamik für diesen Prozess, die sonst wir immer dachten, müssten wir für sie tun. Das ist für mich Menschenwürde. Ja, sehr schön. Für mich war das sehr interessant, das mal aus unterschiedlichen Kulturrechten Richtungen zu betrachten. Da ich ja von sehr viel mit den Natives zu tun habe, wie sie die Menschenwürde sehen und wie sie ihre Gesellschaftsorganisation aufgebaut haben und welche Gleichwertigkeit von Mann und Frau dort besteht und welche Wertschätzung dort vorhanden ist und was wir noch davon lernen können, in dem Einbezug von den weiblichen und männlichen Geschenken, die jeder mitbringt. Ja, danke schön. Noch eine schöne Ergänzung. Herr Schöfbeck, Sie haben das Mikro. Ja, gut. Menschenwürde ist das Schöne, weil es in jede Richtung wirkt durch die GWÖ und weil man wirklich in jede Richtung denkt, das ist für mich die wunderbare Grundlage aus der GWÖ abgeleitet. Ich will aber den Aspekt noch dazu, Menschenwürde ist auch, dass wir lernen, ja, dass wir Wesen sind, die miteinander verbunden sind. Und da würde ich in die frühkindliche Bindung gerne gehen, dass wir helfen, dass die gesunde Generation ohne Verletzungen heranwächst. Das macht das Zusammenleben auch viel einfacher. Und dann agieren die Menschen auch anders, wenn sie diese Verletzungen nicht mit sich mitnehmen. Die frühkindliche Bindung würde ich in den Fokus der Gesellschaft rücken, weil da der Schlüssel ist für zukünftige Veränderungen. Dankeschön. Herr Mosig, ich würde jetzt sagen, Herr Schöfbeck hat den Beitrag für die BKK geliefert. Passt es okay? Und dann würde ich aber gerne noch Frau Heiß-Eppich hören, weil Sie haben, schauen bestimmt auf einen großen Fundus an Lebenserfahrung auch zurück. Naja, in unserem Bereich Seminarhaus ist für mich natürlich die Menschenwürde überall drin. Wir sind mit unserem Verein auch, basieren sehr stark auf der Erdcharta und haben, wenn Ihnen das hoffentlich was sagt, es ginge zu weit, jetzt das zu erklären, ist eine weltweite Organisation für die Welt. Und insofern ist das immer präsent und das zeigt sich für mich auch so in ganz einfachen Dingen, dass ich nämlich eigentlich unsere Kunden immer als Gäste betrachte. Ne? Mhm. Das ist sehr wichtig, finde, dass jeder Einzelne, der hierher kommt, nicht als jemand betrachtet wird, der halt hier Geld da lässt, sondern als jemand, der hier auch was sucht. Und wir versuchen dann so weit wie möglich das zu ermöglichen. Durch die Umgebung, die wir hier haben, den wunderschönen Garten, durch das gute Essen, durch den Kontakt, durchs Gespräch und auch durchs Weitergeben unserer Ideen. Und so kommt es für mich eigentlich immer wieder rein. Vielen lieben Dank. Das war ein schöner Abschluss. Dem ist nichts hinzuzufügen. Sie haben unseren ganz wunderbaren Reigen gezeigt von all dem, was Sie bewegt, was Sie auch nach außen tragen, was Sie von innen heraus wirken. Vielen herzlichen Dank. Und Sie dürfen jetzt die Urkunde, sofern Sie sie bei sich haben, in die Kamera halten, freundlich schauen und man sieht schlecht, Herr Knorr. Genau, wegen dem Bildschirm. Das liegt an dem blöden virtuellen Hintergrund. Den schalte ich jetzt nicht aus. Ihr glaubt mir, dass das eine Urkunde ist. Unbedingt. Haben Sie mit Ihrem Gesicht drin, Herr Knorr. So. Meine hängt leider an der Wand im Seminarhaus und da bin ich gerade nicht. Prima, vielen lieben Dank. Ich hoffe, wir haben es gut eingefangen. Und danke fürs Dasein. Schönen Nachmittag und Abend noch. Gut. Wenn die sich jetzt alle hier verabschieden, begrüße ich die letzte Gruppe, nämlich die Peer Group Augsburg, die eigentlich auch der virtuelle Gastgeber für dieses Event heute hier sind. Auch da einfach nochmal
ein Danke hin. Oder genau. Und ich möchte hier als erstes den Herrn Frank Schubert von Schubert Bio Vollwertbäckerei auf die Bühne bitten. Dann Michael Reinhardt, Wertevoller Leben, GmbH und Co. KG. Frau Angelina Plohn, Lieslott Medienverlag. Richard Snehotta, Snehotta Pflegeteam. Und Frau Anja Dördelmann, Herzstück Horgau EG. Herzlich willkommen alle zusammen. Genau, einer nacheinander wird jetzt erscheinen. Habe ich zu schnell gesagt. Ja, wunderbar. Hallo. So. Von Ihnen und euch haben wir ja heute schon ein bisschen was gehört. Die Vertreter Augsburgs. Genau. Sehr schön. Gut. Ich würde aufgrund der Zeit einladen, dass wir einfach schon anfangen, auch wenn noch nicht alle da sind, mit der Vorstellung der Unternehmen und Ladies. Frau Angelina Blohn, würde ich sagen, fängt an. Genau. Ja. Danke. Ja, danke schön, dass wir da sein dürfen. Und also ich bin vom Lieslotte Medienverlag. Ich bin Projektleiterin und Redaktionsleiterin von unserem nachhaltigen Magazin Purpur. Wir haben aber eben schon viel, viel länger unser Familienmagazin Lieslotte, das für ganz Augsburg und eigentlich auch ganz weit drüber raus eben Familien, alles gibt, was sie brauchen, Termine, Veranstaltungen, pädagogische Themen und so weiter. Warum sind wir dazu gekommen, GWÖ zu machen? Wir haben als Verlag wirklich schon von Anfang an uns überlegt, wie gehen wir mit unseren Kunden um, wie wollen wir das tun? Sind dann jetzt in letzter Zeit auch immer wieder drauf gekommen, was sind eigentlich unsere Werte, wo liegen unsere Werte? Wir haben einen CSR-Bericht geschrieben und letztendlich war das alles so ein Gehen hin zu dieser GWÖ-Geschichte. Das war für uns so eine logische Folge und deswegen, wir haben es gemacht. Wir sind total froh, dass wir es gemacht haben und dass wir es auch mit so einer tollen Peer Group zusammen gemacht haben. Wunderbar. Herzlich willkommen. Dann leite ich über zur nächsten Frau, Frau Dördelmann. Herzlich willkommen. Herzstück Horgau. Audio? Ja. Jetzt. Ja. Ja, hallo zusammen. Also es freut mich total, dass wir uns da alle wieder sehen. Wir sind die Herzstück Horgau EG, also eine Genossenschaft. Bestehen aktuell aus 350 Mitgliedern. Wir haben uns ab 2017 auf den Weg gemacht. Unsere ganze Ausrichtung war eigentlich die GWÖ in all ihren Werten, ohne dass wir es gewusst haben, weil das eigentlich so, ja, es muss ja jetzt so sein. Das ist einfach, das geht doch gar nicht mehr anders. Wir bestehen aus Verbrauchern, Landwirten und regionalen Betrieben. Bei uns geht es um regionales Bio, verpackungsarm, palmölfrei, haben auch den Ökoring noch im Boot, ja, da haben wir vorhin auch gesehen, das passt wunderbar alles. Und da gehen wir gemeinsam jetzt unseren Weg. Es gibt jetzt ein Herzstück Schmuttertal, es gibt ab Frühling jetzt ein Herzstück Rottal und vielleicht ab 2023 auch ein Herzstück Holzwinkel. Also bei uns geht es nicht jetzt um den einzelnen Laden, sondern um eine Struktur, um eine Kraft in diese Region reinzubringen, um ökosoziale Ausrichtung, um in Wirtschaften und nicht um in Verbrauchen eben. Genau, wir sind vom Landbereich und sind auch stolz, dass wir hier den Wilden Westen hier mal vertreten können. Und als Startup, also da, ich möchte es einfach gleich dazu sagen, als Startup war es bei uns jetzt ganz spannend, diese ganzen Punkte wirklich von vorne. Anja, entschuldige, dass ich dich da unterbreche. Ja. Darfst du gleich drauf eingehen bei der Gruppenfrage? Okay. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt, den ich merke in dir. Ja, dann Frau Blohn, herzlich willkommen. Ah, die hatten wir schon. Ach so, Entschuldigung. Ich gehe dann rüber zum Herrn Snehotta, bitte. Pflegeteam hier. Ja, genau. Ich hätte mich ja eigentlich in der vorigen Gruppe gesehen, bei der Dienstleistung bei Provita, aber jetzt ist natürlich Peer Group auch toll, mal die alten, bekannten Gesichter wieder zu sehen. Ja, ich kam zur GWÖ über die ÖDP, also beides ökologisch,
weil die hatten eine Veranstaltung mit dem Günter Czerga gemacht und es war so ein inspirierender Vortrag, dass ich hinterher gesagt habe, ich muss da irgendwie weitermachen und bin dann auf die Regionalgruppe Augsburg gestoßen und dann kam es ganz schnell zu diesem Peer-Prozess und das war eine super lehrreiche Zeit für mich. Und was ich total spannend finde, dass ich jetzt mit verschiedenen Unternehmen zusammenarbeite aus dieser Peer-Group. Wir hatten mit Elfchen Pick einen tollen Kinospot gedreht. Michael begleitet uns auf einem Soziokratie-Prozess und so. Ja, ich kaufe Bio-Brote vom Schubert und Grumbach inzwischen und habe einen Adventskalender von Hotstick mir gekauft. Also das fand ich total spannend, so diese, ja, was da aus dieser Peer-Group alles entstehen kann. War eine tolle Zeit. Die Synergieeffekte. Vielen Dank, Herr Snyder. Ja. Dann herzlich willkommen, Herr Schubert. Ja, also wir sind eine Biobäckerei aus Augsburg, produzieren schon relativ lange Biobrote. Mein Vater hat Mitte der 70er angefangen. Deswegen war Nachhaltigkeit schon immer ziemlich elementar bei uns im Betrieb. Und wir begleiten die Agenda in Augsburg schon ziemlich lange. Also wir sind von Anfang an dabei bei dem Agenda-Forum Biostadt Augsburg. Haben auch schon mit dem Augstadt Augsburg zusammen Ökoprofit vor über fast schon 20 Jahren ist es, glaube ich, hier zusammen sozusagen so eine erste Zertifizierung gemacht, ging dann weiter zu EMAS. Uns war das aber zu einseitig, weil das ging ja rein um, was bringe ich raus. Und es ist schon so, dass eigentlich unser Betrieb schon immer sehr, sehr umfassend gedacht wurde. Und nachdem sich bei uns im Betrieb so vor 3-4 Jahren ein Team gebildet hat, das so das Thema Nachhaltigkeit im Betrieb bearbeitet hat, haben wir was gesucht, was sozusagen bei uns einfach zu einem regelmäßigen, zielgerichteten Prozess, der fest verankert ist in der Firma, bringt. Und ich habe schon vor etlichen Jahren eben GWÖ kennengelernt und das war eigentlich ganz klar, dass wir da auch teilnehmen wollen. Und dann über die Agenda-Foren, es hat sich ja eben in Augsburg auch ein GWÖ-Agenda-Forum gebildet und es sind dann auch angesprochen worden. Und dann war es eigentlich so, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen gleich bei der ersten Peer Group dabei sein, obwohl wir betrieblich gesagt haben, okay, noch ist von der Arbeit denken, wir schaffen es hier noch nicht ganz. Aber es war dann wirklich ein ganz, ganz toller Prozess. Es war ganz einfach stark, mit allen anderen zusammenzuarbeiten. Und was schon einige gesagt haben, es war so von der Einschätzung, dass wir oft gedacht haben, okay, da sind wir gar nicht gut und die anderen gemeint haben, Mensch, da habt ihr ja schon so viel und andersrum und gedacht haben, okay, da könnten wir schon einiges haben, wo wir gemerkt haben, da gibt es aber noch einiges zu tun. Ja. Dankeschön. Und dann gebe ich zu Herrn Reinhardt über. Herzlich willkommen. Ja, hallo in die Runde. Ja, Werte voller Leben. Wir sind ein kleiner Familienbetrieb mit Fokus auf die Gesundheit von Menschen. Und sind noch ein ganz junger, eigentlich auch, so wie die Anja gesagt hat, eigentlich eine Art Start-up. Ja, der Familienbetrieb ist eigentlich so aus meiner Selbstständigkeit raus entstanden, mit dem Fokus auf Ergonomie, Wahrnehmungsschulung und betriebliches Gesundheitsmanagement. Und dem haben wir dazugefügt Ernährung, Achtsamkeit und Mentoring. Das entwickelt sich jetzt gerade so und baut sich auf. Und über mein Arbeiten so in den Unternehmen, gerade im betrieblichen Gesundheitsmanagement, wo oft die Frage ist, was sollen wir tun, beziehungsweise wir tun schon was, aber es funktioniert nicht, bin ich persönlich auch auf den Bereich gekommen, die Unternehmenskultur als Basis eigentlich eines Unternehmens mir anzuschauen. Und so ist gerade der Fokus aktuell auf das Thema Kulturtransformationsprozesse zu begleiten. Also wir schauen mit dem integral holistischen Verständnis auf die Welt, auf Organisationen und haben uns als Purpose gesetzt, Bewusstsein zu wecken und Transformationsprozesse zu begleiten. Und das können wir schon in vielfacher Weise. Und da ist die GWÖ, das war schon so der Grundgedanke, diese Grundgedanken der GWÖ hatten wir schon bei der Gründung eigentlich mit dabei. Und so dürfen wir jetzt in diesem Prozess, da war es logisch, eine Bilanz zu machen. Ich bin selber auch in der GWÖ-Gruppe in Augsburg aktiv und bei der lokalen Agenda, war es einfach logisch, da diesen Prozess zu machen. Und der war super belebend in unserer Runde, sehr, sehr spannende Erkenntnisse, so im gegenseitigen Austausch und einfach so der Fokus hin zu sinnstiftenden Wirtschaften auch in Organisationen begleiten zu können. Super. Danke. Danke. Michael.
Schön, ihr habt auch das Vergnügen, gemeinsam als Peer Group eine Frage zu beantworten. Und Anja, da kommt jetzt dein als Startup-Aha-Erlebnis. Die Frage ist nämlich, also in der Peer bewertet ihr oder evaluiert euch auch zum Teil auch gegenseitig. Was waren für euch besondere Aha-Erlebnisse untereinander in diesem Prozess? Also gab es irgendwas, wo ihr gesagt habt, wow, so macht ihr das? Oder irgendwas, wo ihr sagt, war besonders für uns? Gern teilen. Anja, du darfst. Also ich glaube, wir haben jeder von jedem gelernt einfach. Es ist unfassbar, was da für Ideen reinsprudeln und für Herangehensweisen einfach. Und das, also ich habe das wirklich immer sehr genossen, dass wir einfach uns da so toll austauschen. Jetzt überlege ich gerade, ob das jetzt ein großer Betrieb ist, wie bei Schubert eben, der da schon sehr auch mit den Mitarbeitern einfach arbeitet und auch in sämtliche Bio-Wege da immer reingedacht hat, also wo man wirklich viel mitnimmt als junges Unternehmen, also wie gehe ich denn ran, wie bringe ich es denn rüber, als auch aber eben für lokale Unternehmen, die es jetzt auch gerade erst mal anpacken, was da für Prozesse mit reinkommen. Ich kann jetzt wirklich nicht aktuell sagen, genau der Punkt hat jetzt total eingeschlagen, sondern das war insgesamt. Also ich habe mir sehr viel mitgeschrieben und war sehr dankbar für diese Austauschgruppe auch. Frau Blum, gibt es noch was, wo ich sagen, das war für mich als Verlag ist ja dann nochmal besonders, einen Austausch mit anderen Unternehmensbereichen zu gehen. Ja, es war jetzt einfach als Verlag schon auch nochmal eine ganz andere Sache, glaube ich, da reinzugehen, da wir ja nichts in dem Sinn verkaufen. Unsere Hefte und unsere Produkte sind alles Dinge, die wir ja kostenlos praktisch unseren Lesern zur Verfügung stellen. Das ist nochmal ein ganz anderer Ansatz, denke ich. Aber trotz allem, also es war wahnsinnig spannend, einfach zu sehen, was machen die anderen? Also wie machen sie das? Also wie gehen sie mit ihren Mitarbeitern um? Wie gehen Sie mit Ihren Zulieferern um? Wie gehen Sie mit Ihren Kunden um? Also das ist schon, ja, man nimmt einfach extrem viel mit. Ich könnte jetzt selber auch nicht direkt was sagen. Ich war selber nur zweimal bei den Peer-Gruppensitzungen dabei. Die meisten Sitzungen hat eben die Frau Börger, die Inhaberin vom Verlag, selber gemacht. Wir haben hauptsächlich zusammen unsere Themen erarbeitet. Da waren wir eigentlich immer zusammen auch dran. Aber wie gesagt, ich fand es wahnsinnig spannend, einfach dann auch im Nachhinein zu hören, was machen die anderen, wie machen die das? Und ja, es gibt dann einfach auch neue Ideen, die man so aus diesem kompletten Prozess rausgebiert. Also wir haben zum Beispiel dann eine Gehaltsmatrix bei uns eingeführt, dass einfach auch klar ist, wer bekommt wie viel und warum. Und genau, also das war eine ganz spannende Geschichte, die sich eben aus diesem ganzen Prozess raus dann bei uns ergeben hat. Toll, ja. Herr Schubert, wollen Sie vielleicht noch, Sie sind ja langjährig Bio und gibt es vielleicht auch das ein oder andere, was Sie von den jüngeren Unternehmen oder von den Pflegeunternehmen lernen konnten? Also für uns war genau das die Frage, kann es klappen sozusagen mit so unterschiedlichen Firmen eine interessante, gute Zertifizierung zu machen, und weil ich der Bayerische Wirt war ein anderes Beispiel aus Augsburg, die haben sich ja mit anderen ja auch Hotels zusammengetan und haben da einfach auch viel rausgeholt. Und für uns war schon die Diskussion erstmal da, wollen wir es auch mit anderen Bäckereien versuchen oder können wir das hier regional mit anderen Firmen machen, die ganz unterschiedlich sind. Und ich fand genau das Spannende, dass man eben sieht, okay, man kann auch aus ganz kleinen, aus neuen, aus anderen Betrieben was holen. Man bekommt wirklich sehr gute Rückmeldungen, auch wenn die jetzt vielleicht nicht so überall genau in dem Prozess sind. Aber genau das war das Spannende, das Schöne. Und ich denke, dass wir hier auch regional da zusammengewachsen sind. Das wäre vielleicht in einer anderen überregionalen Gruppe nicht so gewesen. Und deswegen fand ich das sehr schön. Und ich habe es ja schon gesagt, das war ja genau das, dass mir eben manchmal die Selbsteinschätzung schwierig war und einfach da auch immer sehr, sehr gute Rückmeldungen kamen. Auch so, dass man gesagt hat, okay, stimmt, wir müssen das intern anders sehen. Herr Snehotta, Sie hatten schon ein bisschen was erwähnt vorhin, was für Sie so ein Aha-Erlebnis war, oder schöne Momente auch. Würden Sie noch was ergänzen wollen? Ja, zum Beispiel habe ich mir gar nie Gedanken gemacht, die letzten 30 Jahre, seit es unser Pflegeteam gibt, so zum Thema Büroartikel oder Druckereien. So. Das hat man immer so halt gemacht, wo man es halt immer schon gemacht hat. Und dann kam man mir drauf, dass es da diesen besonderen Versand gibt für
ökologische Bürowaren und dass auch die Druckereien verschiedene Farben benutzen und solche Sachen. Da habe ich mir früher gar nicht Gedanken gemacht. Und jetzt sind wir da sehr sensibilisiert worden. Das finde ich toll, dass wir da dann ja, einen weiteren Schritt machen. Michael, wir haben noch ein Minütchen. Ganz kurz. Was mir in Ergänzung zu dem, was die anderen gesagt haben, jetzt gerade in Erinnerung kommt, ist einfach, wo ich begeistert war, wie der Frank bei sich im Unternehmen die Lieferanten einbezieht und da wirklich auf einer breiten Basis die Mitentscheidung in dieser ganzen Kette, da so viel Transparenz und Möglichkeit ist, selber auch einzuwirken, das fand ich sensationell. Das war mir gar nicht klar, dass es auf dieser Ebene ein Zusammenarbeiten und Zusammenwirken gibt. Und das ist mir jetzt gerade im Moment in den Sinn gekommen. Es gibt sicherlich, wenn man überlegt, noch viele andere, so wie die anderen gesagt haben, der Austausch war einfach sehr befruchtend für alle, glaube ich. Total schön. Wunderbar, so ein schönes Beispiel, eine Peer Group, auch für die anderen, die sich auf den Weg machen wollen, zu sagen, muss nicht immer Branchenfokus sein, Vielfalt in der Region auch und genau davon auch zu lernen. Wunderbar, vielen Dank, dass ihr da wart. Ihr dürft jetzt eure Urkunde, sofern ihr sie habt, in die Kamera halten für unser Gruppenfoto. Genau, wunderbar, einmal kurz lächeln und dann wird der Michael ein Foto machen. Prima, ganz, ganz lieben Dank. Ich bitte euch jetzt sozusagen von der Bühne, der Michael wird euch allmählich runterholen und allen, die jetzt da waren, die zu würdigenden Unternehmen, nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön von unserer Seite erstmal für den Prozess, den ihr durchgemacht habt, dass ihr heute da wart, so wunderbare Einblicke auch gegeben habt in eure Arbeit. Wir haben mitgenommen, also eine Veränderung geht zunächst auch von innen heraus, von der Überzeugung heraus, zu sagen, irgendwas stimmt nicht oder ich habe das Gefühl, das, was ich mache, ist schon lange richtig und jetzt finde ich Bestätigung in so einer Bilanz, bis hin zu den Beispielen, die wir heute auch gehört haben, aus dieser Überzeugung heraus auch hinauszugehen, in die anderen Unternehmen, in die eigene Branche und auch Kunde davon zu tragen. Es war ein wunderschöner Reigen und vielen Dank dafür. Ich gebe jetzt noch einen kurzen Einblick auf das, was auf uns noch zukommt am Nachmittag. Die Würdigung ist jetzt hiermit sozusagen abgeschlossen und wir gehen dann nach einer Pause von 30 Minuten, können Sie sich um 17.30 Uhr wieder dazuschalten. Sie dürfen gern auch im Raum bleiben, wenn Sie möchten, würden dann um 17.30 Uhr wieder dazukommen. Zum zweiten Teil, und da geht es, wird uns der Markus Hölzel von der GWÖ vom Bereich Unternehmen einen Einblick geben, was ist Resilienz, inwieweit stärken Werte auch die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens. Und nach diesem kurzen Impuls werden wir dann in eine Podiumsdiskussion steigen. Und wir werden interessante Teilnehmer auf dem Podium haben aus den verschiedensten Wirtschaftsbereichen zu der Fragestellung, stärkt Werteorientierung die Resilienz von Unternehmen? Ich würde mich freuen, Sie alle wieder zu begrüßen bis 17.30 Uhr.